Also nochmal herzlich willkommen euch allen, Ihnen zum Grünen Salon Zukunft Nahverkehr in Dresden, Bus und Bahn zu Nulltarif, Fragezeichen. Wir haben einen sehr guten Nahverkehr in Dresden, auch die Kunden sehen das so in allen Kundenbefragungen, da gibt es Benchmarks sozusagen ganz deutschlandweit, wird der Dresden Nahverkehr sehr gut bewertet, aber es ist so, dass tragende Säulen der Nahverkehrsfinanzierung zumindest bröckeln und die Frage ist, ob sie in Zukunft weiter so bestehen. Zum Beispiel gibt es den klassischen steuerlichen Querverbund, wo die Einnahmen, die Gewinne der Energiesparte bei den Stadtwerken die Verluste decken bei den Verkehrsbetrieben und auch andere Finanzierungsbausteine, die zum Teil vom Bund und vom Land kommen, sind auf die mittlere Sicht zumindest nicht gesichert. Und wenn wir uns anschauen, welche verkehrspolitischen Ziele wir eigentlich für die Stadt haben, welche klimapolitischen Notwendigkeiten, dann muss der gute Nahverkehr auch in Zukunft gut sein und er muss vor allen Dingen wachsen. Und er braucht also eine Wachstumsstrategie. Und die Frage ist, wie sehen dafür die notwendigen Finanzierungsinstrumente aus, damit der Nahverkehr nicht nur heute gut ist, sondern auch in Zukunft und die Finanzierung gesichert ist und vor allem das Angebot ausgebaut werden kann. Darüber wollen wir diskutieren. Es gibt bundesweit, auch europäisch, zahlreiche neue Finanzierungsansätze. Die wollen wir heute zum einen vorstellen und zum anderen darüber diskutieren, ob sie tragbar für Dresden sind und natürlich generell über die Frage diskutieren, was ist eigentlich zu tun, damit der Nahverkehr in Dresden weiter so gut bleibt, damit das Angebot ausgebaut werden kann, was sind da die politischen Hausaufgaben, die erledigt werden müssen. Und ich freue mich auf ein sehr kompetentes Podium, das Sie heute erwartet. Das ist zum einen unser Bürgermeister für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, Rolf Schmidt-Lamontin. Er ist auch gleichzeitig der Aufsichtsratsvorsitzende der Dresdner Verkehrsbetriebe. Und wir haben den Chef der Dresdner Verkehrsbetriebe, Vorstand Andreas Hemmersbach. Er ist seit 1.1. einer von zwei Vorständen und lang im Unternehmen beheimatet. Also er war jahrelang schon für die Finanzen und das Controlling zuständig. Also insofern auch alles, was um das Thema Nahverkehrsfinanzierung geht, wer könnte sich da besser auskennen. Dann haben wir Professor Udo Becker, er leitet den einzigen Lehrstuhl für Verkehrsökologie in Deutschland und ist auch ein ausgewiesener Nahverkehrsexperte, der sich vor allem auch mit der Frage der Kosten, Kostenwahrheit, Wettbewerb unter Verkehrsträgern und so weiter intensiv auseinandersetzt. Und neben mir steht schon Gregor Baluga. Er hat sich dem Thema wissenschaftlich sehr intensiv gewidmet. Er hat nämlich zum Thema Nahverkehrsfinanzierung, neue Finanzierungsinstrumente und Modelle promoviert. Er arbeitet am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Und er wird uns jetzt gleich am Anfang erstmal in das Thema einführen. Was ist die Ausgangslage? Welche Finanzierungsmodelle gibt es da? Welche Vor- und Nachteile haben die? Sodass wir eine Grundlage für eine hoffentlich spannende Diskussion zu dem Thema haben. Also herzlich willkommen und ich übergebe an Herrn Maluga. Ja. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich werde zu dem Thema einen Vortrag halten über Fahrscheinfreiheit zum Nulltarif, Fragezeichen, denn ich wurde gebeten, über den Nulltarif zu referieren. Allerdings kann sich jeder daran, wird wahrscheinlich jeder wissen, dass ein fahrscheinfreier dass ein ÖPNV zum Nulltarif nicht zu haben ist. Ich werde erstmal etwas dazu sagen, wozu man überhaupt umdenken sollte. Das hat Herr Kühn schon ein wenig angeschnitten. Dann werde ich konkret etwas über das Finanzierungsmodell Bürgerticket, über das ich konkret promoviert habe, berichten und da über das Prinzip, über die Wirkungsweise, über ein Experiment, das ich im Rahmen der Doktorarbeit gemacht habe.
werde ganz kurz auf Szenarien zu sprechen kommen und werde dann konkret einsteigen in die konkrete Umsetzung, wie man das oder was man beachten sollte, um dieses Finanzierungsmodell einzuführen. Zunächst einmal, wozu sollte man überhaupt sich mit dem Nahverkehr beschäftigen und welche Rolle spielt die Finanzierung dabei? Zum einen ist da zu nennen das 2-Grad-Ziel. Wir brauchen weniger wir sollten weniger CO2 emittieren. Da ist auch der Verkehr gefragt und zu 70% hat der Autoverkehr einen Anteil an den CO2-Emissionen beim Straßenverkehr. Dann ist auch noch zu nennen die Stickoxide, Feinstäube, Ressourcenschutz und Flächenverbrauch. Das heißt, all das bedingt eigentlich auch die Beschäftigung mit einem besseren ÖPNV. Wieso sollte man weiterhin umdenken? Die Gesellschaft, wir werden weniger Bürger. Die Gesellschaft wird älter, bunter, neue Mobilitätsanforderungen, neue Mobilitätsgewohnheiten. Und das stellt alles neue Anforderungen an den ÖPNV. Zudem gibt es noch einen Gegensatz zwischen Stadt und Land. Während es in der Stadt zu Kapazitätsengpässen kommt, muss auf dem Land ein adäquater, guter, flexibler ÖPNV angeboten werden können. Und all das stellt die Finanzierungsfrage doch, nicht lachen, und zwar vielerorts gibt es eine marode Verkehrsinfrastruktur, das ist jetzt vielleicht ein übertriebenes, überzeichnetes Bild. Wir haben einen großen Sanierungsstau, wir brauchen mehr Geld im System, um den ÖPNV, um die Verkehrsinfrastruktur wieder auf Vordermann zu bringen. Gleichzeitig sind aber auch die öffentlichen Haushalte angespannt, also durchweg vom Bund, Land und Kommunen. Und das führt eigentlich eher dazu, dass die ÖPNV-Angebote gekürzt werden. Also man klappt dann etwas ab, irgendwann abends und so weiter, stellt Linien ein, dünnt den Taktverkehr aus. Aber wir haben ja gehört, dass wir eigentlich einen viel besseren ÖPNV benötigen. Was hat das alles mit der Finanzierung zu tun? Ich habe jetzt hier eine aktuelle Publikation, über die der Herr Kühn Bescheid wissen müsste, über den Bericht der Bundesregierung zur, über die Entwicklung der Kostendeckung im ÖPNV. Ist ganz frisch veröffentlicht worden. Und ich mache die Tabelle etwas übersichtlicher. Und da steckt eine interessante Zahl drin. Das, die ist rot umkringelt, der ÖPNV deutschlandweit über alle Verkehrsträger, Bus, Bahn und so weiter, sich zu 42,9% mit Fahrgeldeinnahmen refinanziert. Das ist ein guter Wert und man sieht, von 2005 ab hat sich der Kostendeckungsgrad verbessert. Das heißt, die ganzen Marketingmaßnahmen, Bemühungen, um die Fahrgeldeinnahmen zu steigern, die haben Früchte getragen. Allerdings wissen ja auch alle, dass, dass der ÖPNV dann doch mancherorts vielleicht etwas zu teuer ist. Vor allem für Gelegenheitskunden und für Autofahrer ist das natürlich eine große Barriere. Zusätzlich bauen wir weitere Barrieren auf. Ganz viele unübersichtliche Fahrkarten, Automaten, Vertriebssysteme, verschiedene Vertriebssysteme. Ich kann die Tickets kaufen mit dem Smartphone, ich kann die Tickets kaufen mit dem Fahrkartenautomaten. Ich habe das mal in einer Publikation etwas ketzerisch dargestellt mit: Das Tarifsystem ist eine Spielewiese verfehlter Verkehrspolitik und erfüllt eine marktwirtschaftliche Alibi-Funktion. Denn für diese 42% wird ein immenser Aufwand betrieben und ich nachweislich schrecke ich viele Fahrgäste ab von der Nutzung des ÖPNV. Man versucht jetzt zunehmend, das ist ein Bild aus den Niederlanden, man versucht jetzt zunehmend dieses Tarifsystem etwas transparenter zu machen, etwas zugänglicher zu machen für den Gelegenheitsnutzer, für denjenigen, der keine Zeitkarte hat und so weiter. Stichwort E-Ticketing. Allerdings benötigt das einen hohen technischen und investiven Aufwand.
es ist nach wie vor unklar, inwieweit Kosten und Nutzen damit verbunden sind, denn ich bilde ja eigentlich nur dieses ganz normale Tarifsystem nur in elektronisch ab. Dann gibt es noch einen Gegensatz zwischen der Bestpreisabrechnung, die ich ja dem Kunden verspreche, also das heißt, wenn er viel fährt, wird automatisch eine Monatskarte abgebucht, wenn er weniger fährt, muss er nur das zahlen, was er tatsächlich verbraucht hat. Allerdings stellt das dann die Frage, ob die Erträge dadurch gesteigert werden können. Denn das Ziel ist ja eigentlich, den Kostendeckungsgrad über den Fahrscheinverkauf zu erhöhen. Man kann dann sagen, okay, wenn das so kompliziert ist, wieso schafft man nicht einfach das Tarifsystem ab? Wieso fahren dann nicht alle frei zum Nulltarif? Es haben verschiedene Städte in der Welt praktiziert oder praktizieren es immer noch. Ein berühmtes Beispiel, das oftmals in der Literatur diskutiert wird, ist Hasselt in Belgien. Da gab es bis 2013 einen kostenlosen Nahverkehr. Alle, also sowohl die Bürger als auch Touristen und so weiter, durften die H-Linien kostenlos nutzen. Es gab integrierte Maßnahmen aus Push und Pull, das heißt, man hat Parkraum bewirtschaftet und so weiter. Man hat das eher auch angelegt als ein Park-and-Ride-System. Das heißt, die Leute sind in die Stadt mit dem Auto gefahren und waren zu faul, 15 Minuten in die Innenstadt zu laufen, denn größer ist die Innenstadt nicht, und haben dadurch dann den Bus auch genutzt. Das hatte zur Folge, dass es natürlich hohe Fahrgastzuwächse, mehr Verkehre gab, auch Radverkehr wurde substituiert und so weiter und so fort. Letztendlich hat man es 2013 aufgrund von verschiedenen Gründen, unter anderem wechselnde Parteifarben, eingestellt. Aktuell, und ich war gerade letzte Woche da, in Tallinn, gibt es einen kostenlosen Nahverkehr für alle Bürger. Alle gemeldeten Bürger dürfen dort den gesamten ÖPNV kostenlos nutzen. Interessant war, dass Tallinn 420.000 Einwohner hatte und die Voraussetzung für die Nutzung des kostenlosen Nahverkehrs war es, dass sich die Leute dort melden. In Estland ist das ein bisschen anders als hier, da gibt es keine Meldepflicht, das heißt, es haben viele Leute in Tallinn gewohnt, ohne dort gemeldet gewesen zu sein. Jetzt haben sie sich viele, 20.000, 30.000 haben sich dort jetzt zusätzlich angemeldet und dadurch konnten Steuerzuweisungen generiert werden, um diesen kostenlosen Nahverkehr zu refinanzieren. Allerdings, so hat mir der Bürgermeister gesagt, war das nicht das vorwiegende Ziel. Es war einfach nur das vorwiegende Ziel, die Leute auf den ÖPNV wieder zu bringen. Es gab ein Plus von 10% an Fahrgästen. Man hat den Nahverkehr auch um 10% erhöht, das heißt verbesserter Takt, mehrere mehr Linien und so weiter. Man hat die Tram verbessert, auch neue Fahrzeuge angeschafft und es konnte letztendlich auch ein Minus im Autoverkehrsaufkommen festgestellt werden. Allerdings hat dann ein weiser Mann gesagt, was nichts kostet, ist nichts wert. Und deswegen komme ich direkt zu dem Finanzierungsmodell Bürgerticket. Beim Bürgerticket, das Prinzip ist, zunächst einmal, was sind die Ziele meiner zukünftigen Finanzierung, die ich haben möchte. Ich möchte keine tariflichen Zugangsbarrieren, die ich dargestellt hatte. Ich möchte den ÖPNV wieder ins Bewusstsein der Menschen bringen. Und ich brauche natürlich auch eine gesicherte Finanzierung für ein besseres Angebot. Was ist das Bürgerticket? Alle zahlen, jeder darf fahren. Das ist ein verpflichtender Monatsbeitrag. Das kann man auf verschiedene Bevölkerungsgruppen aufteilen, nach Haushalten, nach Erwerbstätigen und so weiter. Jeder erhält ein ÖPNV-Ticket für seinen geleisteten Beitrag. Er hat nach wie vor die volle Wahlfreiheit zwischen allen Verkehrsmitteln, die zur Verfügung stehen. Man hofft natürlich auch ein bisschen, dass etwas zum Tragen kommt nach dem Motto, ich habe bezahlt, also will ich es auch nutzen. Im Gegensatz zu dem kostenlosen Nahverkehr, wo ich ja keinen Anreiz habe, diesen irgendwie zu nutzen.
Das Bürgerticket, das kann man anhand praktizierter, bestehender Tarifmodelle ein wenig vergleichen. Vergleichbar ist es zum Beispiel mit dem Solidarmodell nach dem Semesterticket. Es gibt auch für verschiedene andere Gruppen auch Solidarmodelle, wie zum Beispiel auch Jobtickets und so weiter. Das Ganze kann man auch mit Pauschalfahrkarten vergleichen, denn das ist eine ÖPNV-Flatrate, die ich habe in der Tasche. Und ich kann das natürlich auch mit den Effekten des Nulltarifs vergleichen. Ich habe dann im Rahmen der Doktorarbeit auch ein wenig verhaltensökonomische Theorien mal durchgearbeitet, mit denen man das ein wenig erklären kann oder die Effekte ein wenig herleiten kann. Denn, wie gesagt, es gibt dazu keine Empirie. Genau, zum einen ist da zu nennen die Low-Cost-Theorie, also die Menschen wählen die für sich günstigste Option, wobei die Kosten sich zusammensetzen auf Transaktionskosten, Opportunitätskosten und monetären Kosten. Ich habe das auch hier ein wenig grafisch dargestellt. Und zwar die Hoffnung besteht, oder das wurde anhand auch vom Semesterticket-Studie nachgewiesen, dass man, wenn man so eine Fahrtberechtigung hat, dass die wahrgenommenen monetären Kosten unter eine gewisse mentale Zugangsschwelle sinken und es dadurch zu einer häufigeren ÖPNV-Nutzung kommt. Damit verwandt ist der Nudge-Effekt, das sind Verhaltensänderungen, die durch eine intelligente Anordnung von Optionen begünstigt werden. Ich nenne da gerne zum Beispiel an der Mensa-Theke, wenn das Obst vor dem Pudding steht, wird signifikant häufiger Obst gegessen, als wenn der Pudding vorne stehen würde. Oder Organspendeausweise in Österreich, da ist die Organspendequote, korrigieren Sie mich bitte, 90%. Hier ist es viel weniger. Weil in Österreich muss man explizit verneinen, dass man Organspender sein möchte. Und dieser kleine, feine Unterschied macht es, dass die Bereitschaft eben erhöht wird, auch Organspender zu werden. Wichtig bei dem Nudge-Effekt ist, es gibt keine Verbote und dadurch gibt es auch eine erhöhte Akzeptanz. Dann der klassische Flatrate-Bias. Vereinzelte Zahlungen sind unbeliebt, einmalige Zahlungen werden, wenn sie am Monatsanfang gemacht werden, vergessen. Der Selbstdisziplinierungseffekt zum Tragen, das heißt, wenn ich was gezahlt habe, möchte ich es auch nutzen. Die Kosten sind gedeckelt, das heißt, ich habe kein finanzielles Risiko und ich entziehe mich dem jeglichen Vergleich von Tarifen. Das Ganze wollte ich natürlich auch ein bisschen empirisch überprüfen, also das war jetzt keine reine Theoriearbeit. Ich habe ein kleines Experiment durchgeführt. Der Vorteil gegenüber dem Fragebogen ist natürlich, dass ich die Leute nicht kognitiv überlaste mit was ist Solidarfinanzierung und so weiter, sondern ich habe das experimentell durchgeführt. Vorteil gegenüber dem Fragebogen ist, wenn ich natürlich zu jemandem hingehe und sage, möchtest du ein Bürgerticket? Sagt er, ja klar, aber wenn er dann zahlen muss, dann ist das vielleicht ein bisschen problematischer. Deswegen war die Anforderung an das Experiment, ich habe auch das Flyer, wenn ich das hier mal durchlesen möchte. Anforderungen an das Experiment waren, die Solidarfinanzierung zu simulieren. Das heißt, ich habe den Leuten nicht gesagt, ihr kriegt einen Gutschein oder sonst irgendwas von mir, sondern die müssen dafür bezahlen für dieses Experiment. Ich habe versucht, die volle Wahlfreiheit zu simulieren. Das heißt, die konnten nach wie vor Auto nutzen. Und ich habe auch keinen engen Testzeitraum genommen, weil viele Studien, die beschränken sich auf nur eine Woche Aktion oder zwei Wochen Aktionszeitraum, wo die Leute dann klar das testen wollen. Aber ich wollte die Normalität etwas simulieren. Ich habe sage und schreibe drei Gruppen gewonnen. Mit insgesamt 14 Personen, davon 10 ÖPNV-Neulinge, also in den bestehenden Gruppen. Das war nämlich eine Zugangsvoraussetzung, dass das bestehende Gruppen waren, um diesen Solidareffekt zu simulieren. Da waren 10 ÖPNV-Neulinge
Und sie wussten auch nicht, dass es um das Bürgerticket geht, sondern nur um ein neues Tarifmodell. Und im Ergebnis, ich habe eine Vorher-Nachher-Befragung gemacht, haben die signifikant häufiger Bus und Bahn benutzt, zulasten der Autonutzung. Ein interessanter Effekt war auch, häufig wird ja gesagt, wir werden dann wie blöd im Kreis herumfahren mit dem Bürgerticket. Dem war nicht so. Also die haben sich natürlich vorgenommen, für die Zahlung einen entsprechenden Gegennutzen zu erhalten. Und im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, die haben das eigentlich ganz normal genutzt. Also sie haben das nicht irgendwie übernutzt und so weiter. Kommen wir zu der konkreten Umsetzung. Wie gesagt, ich habe in der Doktorarbeit dann angefangen, Szenarien zu entwickeln, das Ganze ein Rechenmodell aufgestellt. Nur ich dachte mir, es ist viel interessanter, sich zu unterhalten, was denn alles dieses Bürgerticket bedingt und welche unterschiedlichen Variationen es gibt. Und das möchte ich jetzt hier an dieser Stelle kurz vorstellen. Und zwar, wovon hängt dieser monatliche Preis eines Bürgertickets ab? Ich fange an auf der linken Seite, das rote. Das sind die Ausgaben. Und zwar, was beeinflusst die Masse, was macht das Bürgerticket teuer? Und zwar ist es natürlich die Größe des Geltungsbereiches. Je mehr ich fahren kann, desto mehr Verkehrsleistung erzeuge ich, die ich wiederum kostenmäßig fassen muss. Ich kann natürlich das Ganze über Kontingentierung und Zusatzmodule, Stichwort Fahrradverleihsysteme oder Carsharing-Systeme, die kann ich auch optional einbinden. Ich kann natürlich auch ein Bürgerticket in der Stadt machen mit einem optionalen Zusatzticket für den Verbundraum. Und ich kann natürlich die Bedienungsqualität variieren. Ich mache weiter auf der rechten Seite bei den Grünen. Und zwar, welche Finanzierungssäulen möchte ich denn überhaupt kompensieren dadurch? Das erkläre ich gleich. Möchte ich zusätzliche Drittnutzerfinanzierungsinstrumente wie City Maut, mehr Parkraumbewirtschaftung, möchte ich mehr ÖPP oder Sponsoring-Modelle, möchte ich verschiedene Gebühren und so weiter einführen. Und was den monatlichen Preis des Bürgertickets auch beeinflusst, ist die Anzahl der Zahlungsverpflichteten. Das heißt, wenn ich soziale Ausnahmen mache, vergrößert sich natürlich die Belastung derjenigen, die nach wie vor zahlungsverpflichtet sind. Das heißt, wenn ich alle Bürger heranziehe für die Zahlung eines Bürgertickets, verteilt sich natürlich die Kostenlast auf verschiedene Köpfe. Und je weniger Leute ich einbeziehe in die Bezahlung, desto mehr müssen dann die übrigen verbleibenden Zahler bezahlen. Und das letztendlich hat einen Einfluss auf die Akzeptanz und die Verkehrsmittelwahl. Das Ganze heruntergebrochen auf die kommunale Finanzierung wäre, aktuell finanziert sich das durch öffentliche Subventionen, durch den Querverbund, durch den Defizitausgleich und durch die Fahrgeldeinnahmen. Im Falle eines Bürgertickets kann ich mir natürlich Gedanken machen, okay, was will ich denn durch dieses Bürgerticket finanzieren in Zukunft? Möchte ich nur die Fahrgeldeinnahmen kompensieren? Möchte ich auch den Querverbund finanzieren? Denn der kommt in der Regel durch den kommunalen Konzern. Oder möchte ich auch die öffentlichen Subventionen durch einen Bürgerticketbeitrag kompensieren? Weiterhin sind auch noch andere Mischfinanzierungsmodelle möglich, auf die ich jetzt hier nicht eingehen möchte. Wer sich das genauer durchlesen möchte, es ist in Berlin eine Studie erschienen, an der ich auch beteiligt war, wo wir Finanzierungsszenarien mit verschiedenen Finanzierungsinstrumenten mal durchgerechnet, durchprobiert haben, Vor- und Nachteile abgeklopft haben und letztendlich auch eine rechtliche Beurteilung gemacht haben, auf die ich jetzt ganz kurz zu sprechen kommen möchte. Und zwar,
Beiträge, also das Mittel der Wahl sind Beiträge, wenn ein Bürgerticket eingeführt werden sollte. Und zwar kann ich dadurch einen individuellen Vorteil einer öffentlichen Leistung abschöpfen. Die Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus der potenziellen Inanspruchnahme. Wenn ich das letztendlich in Anspruch nehmen würde, dann ist es eine Gebühr. Nur für die potenzielle Inanspruchnahme kann ich durch einen Beitrag jemanden zur Zahlung verpflichten. Wichtig ist, dass die Beitragshöhe dem Äquivalenzprinzip entsprechen soll. Problem ist, dass eine homogene, abgrenzbare Gruppe zu finden. Eine weitere Möglichkeit ist, über Erschließungsbeiträge das Ganze zu finanzieren, was die Wertsteigerung des Grundstückswertes abschöpft. Das Ganze kann ich über einmalige oder wiederkehrende Erschließungsbeiträge finanzieren, wobei ich dann rechtlich dazu verpflichtet bin, gewisse Bedienungsstandards auch zu definieren. Kommen wir mal zu sprechen auf die Debatte, also was entwickelt sich gerade in Deutschland über fahrscheinlos, Nulltarif, Bürgerticket. Und wie gesagt, ich beschäftige mich schon seit 6 Jahren mit diesem Thema. Und ich gebe jetzt einfach meinen Erfahrungswert wieder, und zwar die Bürger sind durchaus wohlwollend, sind auch interessiert, also man sieht es auch hier, sehr, sehr viele Teilnehmer. Und ich verspüre auch, dass es keine grundsätzliche Ablehnung gibt. Es gab 2 repräsentative Studien, das ist das linke und das mittlere. Da haben sich ungefähr die Hälfte dafür ausgesprochen, ja, wir möchten ein Bürgerticket. Es gab an der TU Dresden auch eine interessante Diplomarbeit, die sich mit der Akzeptanz von einwohnerbezogenen Nahverkehrsabgaben beschäftigt hat. Die ist auch kostenlos im Netz erhältlich. Und da war auch eher ein positives Bild verzeichnet. Es wurde in Leipzig die Umfrage gemacht. Bei den Verkehrsunternehmen gibt es eher Skepsis und Ablehnung, allen voran der VDV. Der hält das Ganze für unmöglich. Aber ich denke, und das verspüre ich auch aus zahlreichen Gesprächen, dass viele auch durchaus interessiert sind und sich in Lauerstellung befinden und einfach darauf warten, dass jemand mal vorangeht und das mal aktiv rechnet, sich damit befasst oder einführt. Bei der Politik gibt es auch zunehmendes Interesse, teilweise auch durch den Zugzwang, denn es gab 2 Urteile des Hessischen Verwaltungsgerichtes, die gesagt haben, im Rahmen der Luftreinhaltepläne soll die Maßnahme Bürgerticket intensiv untersucht werden. Das war der Tenor und das bringt natürlich die Politik in Zugzwang. Es gibt viele unabhängige Initiativen und Vorhaben. Die Linke beschäftigt sich damit, die Piraten beschäftigen sich damit, Grüne und SPD. In Mannheim wurde jetzt von dem SPD-Oberbürgermeister und von der SPD-Stadtratsfraktion eine Machbarkeitsstudie nicht in Auftrag gegeben, aber die möchten eine durchführen. Es gibt in bundesweit Debatten zu diesem Thema. Ich möchte jetzt abschließend zu den häufigsten Gegenargumenten mal zu sprechen kommen. Und zwar viele sagen, ja mein Gott, die Kapazitäten reichen gar nicht aus. Allerdings trifft das eher nur auf urbane Regionen zu. Auch die Kapazitäten müssen geschaffen werden für den ÖPNV, wie man damals auch für den Autoverkehr ganz viele Autobahnen und so weiter gebaut hat. Und ich habe hier auch einen Artikel aus Dresden mal dargestellt. Das zeigt, dass die Verkehrsbetriebe ja jetzt schon eigentlich an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt sind und dass das nicht ein originäres Problem ist
fahrscheinfreien Nahverkehrs- oder Bürgertickets oder sonst irgendwas sind. Viele sagen auch, ja, wie soll ich denn zahlen, wenn ich es nicht nutze? Auch in anderen Bereichen, auch Radfahrer müssen für Autobahnen bezahlen. Pkw verursachen auch externe Kosten, das kann Professor Becker dann näher erläutern. Und wie gesagt, eigentlich ist auch eine Kostenwahrheit im Verkehr anzustreben. Das heißt, die Autos sollten eigentlich auch eine Pkw-Maut entrichten müssen. Und auch jetzt zahlen schon die Bürger eigentlich für den ÖPNV, obwohl sie ihn eigentlich ja gar nicht nutzen dürfen, weil sie müssen ja ein Ticket bezahlen. Ich will nicht zahlen, ich habe keine Haltestelle vor der Tür, ist auch ein häufiges Argument. Allerdings muss man den Leuten auch vermitteln, dass sich das Angebot ja verbessert. Das heißt, wenn jetzt einmal die Stunde ein Bus vor der Tür abfährt, kann der mit ausreichender Finanzierung auch im 20-Minuten-Takt fahren. Das muss man sich natürlich auch immer vorstellen. Auch die Monatskartenpreise sind heute quasi auch ungerecht, weil auch innerhalb eines Stadtraumes habe ich unterschiedliche Bedienungsqualitäten und muss denselben Preis entrichten. Viele sagen, es ist Zwang, Bevormundung. Ich nenne es eher Ermöglichung der ÖPNV-Nutzung. Ich kann auch nach wie vor den Pkw nutzen. Häufiges Gegenargument ist auch, dass Fußgänger und Radfahrer umsteigen. Ja, man kann dem aber begegnen, indem man das Ganze multimodal vernetzt, intelligent aufeinander abstimmt. Zum Beispiel Fahrradverleihsysteme einbindet, Carsharing und so weiter. Natürlich sind auch viele Radfahrer und Fußgänger auf den Pkw-Verkehr umgestiegen, um zum Beispiel mit dem SUV 500 Meter weit zum nächsten Bäcker zu fahren. Das ist genauso sinnlos. Entschuldigung. Viele werden auch unnötig herumfahren. Nein, das ist empirisch nicht belegt. Niemand fährt den ganzen Tag Berliner Ringbahn, nur weil er eine Monatskarte hat. Also das macht man vielleicht einmal, aber nicht häufiger. Und auch bei Pkw-Verkehr habe ich natürlich auch induzierte Mehrverkehr. Häufiges Gegenargument der Verkehrsunternehmen ist natürlich, ja, ich habe dann überhaupt keinen Anreiz mehr, um Kunden zu werden. Es tritt häufig Vandalismus auf. Nein, das hat mir der Bürgermeister in Tallinn auch gesagt. Die verspüren eher, dass die Leute sich zunehmend mit dem ÖPNV befassen, dass die Politik jetzt auch zunehmend im Zugzwang ist, um den ÖPNV zu verbessern. So, ich komme zum Fazit. Eine sachliche Debatte ist notwendig. Ich hoffe, dass wir auch jetzt gleich rege diskutieren werden. Wir brauchen eine verkehrspolitische Neuausrichtung und mehr Forschung dazu. Und idealerweise auch ein Jetpack. Vielen Dank. Jetzt wollen wir miteinander diskutieren, zunächst im Podium und dann natürlich mit Ihnen. Die erste Frage geht gleich an den Herrn Hermersbach als Vorstand der Dresdner Verkehrsbetriebe. Relativ konstant, ein Fünftel aller Wege in Dresden werden mit Bus und Bahn zurückgelegt, während das Fahrrad immer stärker genutzt wird, hat sich dabei Bus und Bahn eigentlich nicht so viel getan. Sind das die gestiegenen Fahrpreise? Sind es die beschriebenen Zugangsbarrieren, also sprich der Tarifdschungel? Oder woran liegt das, dass sozusagen der doch sehr gute Nahverkehr nicht stärker genutzt wird? Und könnte dann eben die Flatrate oder das Semesterticket für alle nicht ein Anreiz sein, zu sagen,
gut, jetzt nutze ich den Nahverkehr, jetzt ist es attraktiv, jetzt muss ich mich nicht am Fahrkartenautomat quälen. Jetzt kann ich eigentlich das, was ich mit dem Auto kann, nämlich einsteigen und losfahren, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln bequem machen. Ja, vielen Dank. Also erstmal würde ich ein bisschen zurechtrücken wollen, die Fahrgastzahlen sind in Dresden unverändert stabil auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Sie sind deutschlandweit ein Spitzenwert. Wir haben pro Bürger der Stadt Dresden über 250 Fahrten und das ist an sich ein Ergebnis, was in ganz wenigen Ecken in Deutschland, Freiburg, getoppt wird. Und insofern sind wir sehr zufrieden in Summe. Es könnte natürlich ein bisschen besser sein, wenn man auch abgleicht, mit was für Rahmenbedingungen wir zu tun haben. Die Rahmenbedingungen sind natürlich die, dass wir in den letzten Jahren, das sage ich jetzt mal, selbstkritisch gezwungen waren, die Fahrpreise in großen Ordnung zu erhöhen, um eben eine Finanzierung hinzubekommen. Diese Finanzierung brauchen wir, um das System attraktiv zu halten. Wir haben sehr hohe Investitionen die letzten Jahre tätigen müssen. Und wenn es so einfach denn wäre, Zustimmung zu ÖPNV-Projekten zu bekommen, dann würde es der DVB auch noch viel besser geben, denn dann hätten wir schon viele Strecken gebaut, da hätten wir neue Fahrzeuge schon ständig gekauft und. Also meine Wahrnehmung ist, ja, man kann natürlich solche Dinge wie Flatrates und so weiter diskutieren und auch politisch argumentieren, aber die Mehrheiten muss man dafür finden. Dafür ringen wir ständig. Darüber hinaus, und das ist an sich das größte Handicap, leiden wir meines Erachtens in Dresden nicht an dem Tarifdschungel. Wir haben über 70% der Fahrgäste mit Zeitfahrausweisen unterwegs. Die kümmern sich da tagtäglich überhaupt nicht drum, sondern die haben ihre Flatrate. Die sind auch bereit, für die zu zahlen. Unsere Marktforschungsergebnisse sagen an sich auch eine Zahlungsbereitschaft durchaus nennenswert höher als das, was wir heute erwarten. Was unser Problem ist, sind die Gelegenheitskunden. Die sind sehr vielschichtig. Das ist der Autofahrer, der mal zum Fußball möchte. Da machen wir ein Kombi-Ticket. Das ist der Autofahrer, der mal zum Stützelmarkt möchte. Da ist es schon ein bisschen schwieriger. Da konkurrieren wir auch direkt mit Parkhäusern in der Innenstadt. Das ist genauso der Tourist, von dem wir auch vielleicht gerne mal einen Euro mehr nehmen, weil wir ja wissen, der kommt ja nur einmal. Und der hat auch eine unglaublich hohe Zahlungsbereitschaft. Da nehmen wir an sich viel zu wenig. Wenn Sie wissen, vom Flughafen nach Dresden Innenstadt 2,30 Euro, da würden wir locker 5 Euro nehmen müssen. Also da gibt es ganz viele Dinge. Der Tarifdschungel, der hat schon seine eigenen Legenden. Der hat auch seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Der ist nämlich versucht, schon zielgruppenorientiert abzuschöpfen. Aber in Summe, wir haben 153 Millionen Fahrgäste, wir sind da ganz zufrieden, sehen auch in der Perspektive deutlich steigende Fahrgastzahlen und das eine oder andere wird sich noch bewegen, aber die Konkurrenz ist sehr groß. Eine letzte Zahl zur Konkurrenz, Fahrradfahren klang an, Fahrradfahren ist einfach sehr schnell, es wird auch in Dresden viel schneller, es wird sehr viel getan für den Radfahrer, der ist an sich ja auch unser Freund im Rahmen des Umweltverbundes, aber neue Radwege, neue Ampelschaltungen, neue Signalisierungen stärken den Fahrradfahrer. Das tut uns ein bisschen auch schwerfallen, damit umzugehen, weil wir an sich ein großes Handicap haben. Wir sind nämlich als Nahverkehrsunternehmen, speziell in Dresden, im Vergleich zum Pkw, viel zu langsam. Der Pkw-Fahrer fährt hier in Dresden im Schnitt mit 28 km/h, das ist weltmeisterlich im Städtevergleich, herum. Wir schaffen es mal auf 20, 22 Kilometer. Und da ist das natürlich bei den täglichen Wegen ein tagtäglicher Benchmark, den wir ausfechten müssen, den wir aushalten müssen, der uns an sich viel mehr Sorgen macht als alle anderen genannten Punkte. Nämlich, wir würden viel mehr Fahrgäste haben, wenn wir auch schneller werden. Was sagt die Wissenschaft dazu? Ist schon angeklungen, die Verkehrsmittelwahl hängt nicht nur vom Preis ab. Was sind da Faktoren, die die Verkehrsmittelwahl stark beeinflussen, an deren Schrauben wir sozusagen drehen müssen, wenn wir wollen, dass noch mehr Bus und Bahn in Dresden fahren? Gute Bäcker. Ja, schönen guten Abend. Das sind natürlich die Faktoren, die wir eben alle schon gehört haben. Da können wir die Zugangsbarrieren reduzieren, an den Ticketschrauben und. Und der weiße Elefant, der im Raum steht, von dem keiner redet, der ist noch nicht mal richtig angesprochen worden. Das ist nämlich der Grund dafür, dass die DVB nicht so abgehoben ist in den letzten Jahren. Die Landeshauptstadt Dresden hat jetzt einfach 10, 15, 20 Jahre. Wir wollen Autoverkehr attraktivieren. Und da kann die DVB sich auf den Kopf stellen und machen, was sie will. Wenn in derselben Zeit der Autoverkehr so viel beschleunigt, so viel attraktiver, so viel Parkplätze in der Innenstadt dazu kriegt, dann ist das Halten des Model Split, das Halten der Fahrgastströme schon ein richtig großer Erfolg.
Was müsste man machen? Ja, man müsste einfach den großen, den zum Teil übermächtigen Konkurrenten mit ins Spiel nehmen. Und jetzt wird es interessant. Wie haben sich denn die Fahrpreise, wie haben sich denn die Reisezeiten im Autoverkehr verändert? Ach so, das wurde ja immer schneller. Da hatte die Landeshauptstadt Dresden mal wunderschöne Messungen auf allen Durchgangsstraßen. Und dann lag das bei 20 und 23 und 24 und plötzlich wuchs auf 28, 29, fast 30. Jetzt gerade wieder 28 Kilometer. Das ist einfach ein Konkurrenzverhältnis, da hat man dran zu drehen. Jetzt darf sich eine Gesellschaft überlegen, was wollen wir eigentlich. Aber Luca hat gesagt, wir wollen da einfach so ein solidarisches Bürgerticket. Das haben wir ja auch schon manchmal. Die Gebühreneinzugszentrale für unsere Fernsehgebühren, die macht genau sowas. Das können wir machen. Die Politik darf sich da sehr wohl überlegen, ob man Modellversuch, ob man sowas bundesweit. Die Politik ist gewählt und darf da entscheiden. Wenn Sie sich erinnern, die haben gerade entschieden, Elektroautonutzer sollen 5.000 Euro kriegen. Und das Geld fällt vom, das fällt nicht vom Himmel, das kommt aus dem Steuertopf und Steuerzahler sind, ach, das bin ich ja auch. Und das ist auch das Mütchen, das keinen Führerschein hat. Also wenn die Politik sagt, wir wollen eine Umverteilung haben, dass da die Automobilkonzerne Autos verkaufen und die Elektromobilität vorwärts kommt und wir wollen eine Umverteilung von Nicht-Autobesitzern zu der neuen Auto, dann geht das und das können wir jetzt auch machen. Aber ob es zielführend ist, das ist was anderes. Also wenn es nicht nur die Preispolitik ist, sondern vor allem auch die Wettbewerbsbedingungen des Nahverkehrs, stellt sich natürlich an den Baubürgermeister die Frage, wie können wir denn perspektivisch die Wettbewerbsbedingungen für den öffentlichen Verkehr in Dresden verbessern, damit eben die Wettbewerbsnachteile, also beispielsweise Reisegeschwindigkeit, sich eben nicht mehr negativ auf die Nutzung des Nahverkehrs auswirkt. Ja, vielleicht müssen wir die Umkehrfrage stellen, wie können wir eigentlich die Bedingungen für den mobilisierten Individualverkehr verschlechtern? Und das ist eine heiße Debatte hier in Dresden. Wir merken es ja gerade bei mehreren Vorhaben, die wir diskutieren, ob es die Königsbrücker Straße hier nebenan ist oder ob es der Zellische Weg ist oder ähnliches. In dem Augenblick, wo man auch nur drüber nachdenkt, eine Straße von 2 Autospuren pro Richtung auf 1 oder 1,5 Autospuren pro Richtung zu reduzieren, ist das Geschrei ziemlich groß. Und selbst die Argumente, dass man sagt, dadurch kriegen wir eine Beschleunigung im ÖPNV, dadurch, dass wir nicht uns die Gleisanlagen mit einer Autospur teilen oder wir kriegen eine vernünftige Situation für Fußgänger und Radverkehr, indem wir zumindest so ansatzweise die Kriterien erfüllen, die gesetzlich uns auch vorgegeben sind für diese Verkehrsarten, gilt das als Argument nicht, sondern es gilt als einziges Argument, die Autospur wird kleiner und das ist böse. So, und das ist natürlich eine schwer aushaltbare Debatte für alle Beteiligten, die da ganz schön im Feuer stehen, weil die Autofahrer einfach eine sehr große Lobby haben, auch in Dresden, insbesondere in Dresden, also eigentlich haben sie sie überall, aber in Dresden sind sie in der Vergangenheit auch sehr verwöhnt worden, sodass das einfach so ein grundsätzliches Umdenken ist, wo auch alle Teil zu beitragen müssen, also die Politik, die hier neuerdings in der Stadt gewählt ist, hält es ja auch aus, sie halten ja die Debatte aus im Zellischen Weg, sie werden demnächst wahrscheinlich auch die Debatte aushalten um die Königsbrücker Straße, hoffe ich. Gleichwohl braucht man natürlich auch in der Öffentlichkeit eine Rückenstärkung für so eine Politik. Und wenn dann am Ende immer nur die Lobbyverbände der Autofahrer oder die Autofahrer als solches sich in der Öffentlichkeit äußern und so eine Debatte dominieren, dann fällt es einem natürlich auch schwer, so eine Politik durchzuhalten. Und deswegen ist es, glaube ich, eine Aufgabe, die wir gemeinsam bewältigen müssen, ein solches Umdenken zu befördern. Also in dem Vortrag von Herrn Raluca ist ja deutlich geworden, es reicht sozusagen jetzt nicht nur einen attraktiven Preis zu machen, sondern das zeigen ja auch die Beispiele, Tallinn, da wird ins Angebot investiert, also neue Fahrzeuge, neue Strecken. Wien hat, was ich finde, was sehr Interessantes gemacht, die haben sehr intensiv in den letzten Jahren ihr Streckennetz erweitert, also die haben natürlich auch U-Bahn, nicht nur Bus und Bahn, sehr intensiv investiert und dann, nachdem sie das getan haben, haben sie den Preis für die Jahreskarte auf 1 Euro pro Tag gesetzt. Also 365 Euro Jahresticket. Ist diese Kombination aus sozusagen intelligenter Angebotsausweitung, Ausbau der Infrastruktur und dann eben sozusagen ein entsprechendes Preisangebot zu setzen, wäre das in der Kombination eine Lösung, die für Dresden interessant sein könnte?
Die Frage geht jetzt an alle drei. Herr Becker möchte zuerst. Na, auf klare Fragen muss man gleich antworten. Wäre das eine Lösung? Nein. Weil logischerweise wir schon wieder nur im Segment ÖV sind. Die Wiener haben jetzt ausgebaut und dann haben sie den Preis gesenkt und sie haben aber parallel ein Parkflächenmanagement und eine Parkgebührenerhöhung gemacht und die hat sich gewaschen. Und wenn Sie jetzt die Frage stellen, Herr Kühn, wäre denn eine Angebotsausweitung und von hier aus auch eine Senkung der Tarife und eine richtig drastische Erhebung von Parkgebühren im Innenstadtbereich eine Lösung, dann drehen Sie ein, ja. Ein bisschen vorbereitet bin ich natürlich auch. Ich habe mal gerade nochmal in die Geschäftsberichte der Wiener reingeguckt. Und einfach, das ist dann der Kaufmann, der dann auch sagt, muss man sich aber die Zahlen checken. Also jetzt aus den Publikationen ja ganz locker abzulesen. Die tarifliche Maßnahme haben die Wiener in 2011 vollzogen, unter sehr viel Diskussion auch. Die Zahlen sind für einen Ökonomen ein bisschen ambivalent. Ich glaube auch, man muss sagen, es ist ein Mix. Und ich gucke jetzt auch wieder nur auf die Zahlen der Wiener Linien. Insofern auch bitte deshalb vorsichtig sein, wenn man sagt, also Fahrgastzahlen 2010 rund 840 Millionen, 840 Millionen, die sind ein bisschen größer als wir, heute 930 Millionen, also 90 Millionen, ja fast 10% plus an Fahrgastzahlen. Aber auch nur 10%, wenn man mal die Jahreskarten sich ansieht, die sich von 356.000 auf zwischenzeitlich 648.000 erhöht haben. Also wenn man sieht, da ist eine ganz große Wanderung auch passiert. Der Wiener kauft nämlich inzwischen eine Jahreskarte und kauft an sich nicht mehr eine Einzelfahrt, die ist nämlich auch sehr teuer geworden, auch nicht mehr Tageskarten, die sind auch sehr teuer. Stichwort Touristen können sich das dann ja leisten. Sondern man hat die Wiener Bevölkerung in eine Jahreskarte, in eine Flatrate in Anführungszeichen gedrückt. Für das Unternehmen hat das ein kleines Problemchen. Die Umsätze, also die Verkehrserlöse der Wiener Linien, trotz dieses wahnsinnigen Pluses an Fahrgästen, die stagnieren irgendwo. Die sind irgendwo bei den 450, 460 Millionen geblieben, die sie vorher auch hatten. Da ist nicht dieses Riesenmehrumsatz, was aus den Fahrgastzahlen spricht. Und das ist so das, was auch die Kollegen sagen, das ist jetzt sehr schwierig auch zu diskutieren und das muss man gemeinsam abwägen, wo man denn dann hin möchte. Ich habe aufgrund des Nachfrageplusses in einer eh schon sehr ÖPNV-affinen Stadt, Wien hat ja schon im Vorfeld ausgebaut, weil man am Kapazitätslimit war, habe ich jetzt nochmal eine riesen Schippe draufgelegt. Das heißt, ich muss produktionsseitig dort als Wiener Linien ständig nachbessern, nacharbeiten. Die Investitionen, die ich getätigt habe, die reichen nicht mehr aus. Jeder, der in Wien mal war in den letzten ein, zwei Jahren, der merkt, also fahrzeugseitig ist man völlig angespannt, Infrastruktur, Riesenhausaufgaben, die dort stehen. Und man weiß an sich gar nicht, wie man dieses Erfolges Herr werden soll. Und insofern ist das, glaube ich, ein ganz spannendes Projekt. Ich fühle mich da auch durchaus begeistert, das zuzugucken, weil das Thema Fahrgast, Menschen bewegen mit ÖPNV ist ja natürlich eine tolle Geschichte, aber die Finanzierung muss schon gesichert sein. Und dieses Halbieren des Fahrpreises, das war schon eine Nummer. So, Herr Schmidtler-Mantin, Sie können jetzt am längsten überlegen, wie Ihre Antwort aussieht. Ich bin gespannt. Also, ich bin auch ziemlich häufig in Wien und finde das, die Idee erstmal fand ich absolut überzeugt, alleine auch schon wegen des großartigen Marketing-Effekts. Ja? Also zu sagen, wir haben künftig hier ein Ticket, wo man pro Tag nur 1 Euro bezahlt, also es ist 365 Euro im Jahr, ist sehr einprägsam und die haben ja auch eine riesen Kampagne darum gemacht. Insofern ist es eine tolle Idee und auch so eine Idee kostenlos oder fahrscheinlos, das sind erstmal faszinierende Ideen. So, das begeistert mich erstmal natürlich schon. Wenn man sich dann aber anguckt, was es für Auswirkungen hat, also Fahrgaststeigerung in Dresden sowieso schon relativ angespannten Netz und natürlich auch einen höheren Zuschussbedarf am Ende, ich mir dann die Haushaltslage der Stadt angucke, dann wird mir ein bisschen schwummelig. So. Und das ist halt das Problem, dass ich natürlich jetzt auch die Aufgabe habe, mich mit diesen Realitäten auseinanderzusetzen. Und wenn ich mir angucke, wie die Finanzierung der DVG aussieht, die mit Kostendeckungsgrad über Fahrscheinerlöse von 70% hat und ja, ungefähr, ne? Die Größenordnung oder nicht? Die Frage jetzt so gerade drin, aber die Investitionen, wenn man die noch als, Entschuldigung, jetzt nicht zu leisten, mich nicht zu verstehen. Dass die Zahlen jetzt nicht durcheinander gehen, also die eben genannten 40%, die berücksichtigen auch die Investitionen. Und da wir eine hohe Investitionsförderung gleichsam erfahren, ist es auch bei uns so, dass wir irgendwo zwischen 40 und 50% des Geldes, was wir alljährlich brauchen,
durch Fahrgeldeinnahmen realisieren und der Rest dann einerseits die Finanzierung über die Stadt, / den steuerlichen Querverbund und investive Zuschüsse ist. Genau. Also bei den Betriebskosten sind wir in der Größenordnung, ne? Also bei den jährlichen Betriebskosten. Das heißt, es sind in Zahlen, glaube ich, 120 Millionen im Jahr ungefähr über Fahrpreiserlösen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und diese 120 Millionen Euro im Jahr, die muss ich ja irgendwie, oder Anteile davon muss ich ja irgendwie dann über öffentliche Mittel substituieren, wenn ich die Fahrgasteinnahmen nicht mehr habe. So, jetzt muss man sich vorstellen, 120 Millionen sind 10% des städtischen jährlichen Haushalts. Und da steht man natürlich in einer enormen Konkurrenz mit anderen Vorhaben in dieser Stadt. Und wenn man dann sich nochmal anguckt, wie der städtische Haushalt aufgebaut ist, ungefähr 500 Millionen von der 1,3 Milliarden, die wir im Jahr haben, sind Steuereinnahmen. So, und wenn ich dann überlege, wie kriege ich diese 120 Millionen ersetzt, dann muss ich schon mal ganz ordentlich Einnahmen an anderer Stelle generieren. Und die einzigen Möglichkeiten, die wir da in Dresden haben, weil gesetzliche Vorgaben gibt es zurzeit, oder Rahmenbedingungen um irgendeine Abgabe oder sowas gibt es nicht, sind dann also entweder Steuern erhöhen. So, wenn wir jetzt mal die Debatte um die Übernachtungssteuer gucken, die bringt, glaube ich, im Jahr 3 Millionen. Eine Riesendebatte. Grundsteuer A und B haben wir im Jahr irgendwie 75 Millionen. Also die müsste ich mal schnell verdreifachen. Gewerbesteuereinnahmen 200 Millionen. Die müsste ich auch mal schnell anderthalbfachen. Also das ist sozusagen die Realität, mit der ich mich auseinandersetzen muss. Das heißt, ich wüsste gar nicht, wo ich das Geld herbekommen sollte. Und selbst wenn man sagt, man möchte diese 120 Millionen irgendwie über eine Abgabe substituieren, dann sind wir bei perspektivisch 600.000 Einwohnern pro Person beim Kopfpreis von 200 Euro im Jahr. Also das kann man machen, aber das ist natürlich schon auch eine Debatte, die man dann auch führen muss und wo ich Zweifel habe, ob man so eine Debatte durchhält in der Haushaltslage, die Dresden hat. Und man kann sich halt dann auch nicht vergleichen mit Städten wie Freiburg oder Tübingen. Tübingen diskutiert das Thema seit 2008, glaube ich. Warten immer noch auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen und vielleicht ist die Ausgangslage in Baden-Württemberg, was die Landespolitik angeht, auch noch mal ein bisschen besser als hier in Sachsen. Auch die warten seit 2008 darauf, dass man die gesetzlichen Rahmenbedingungen schafft. Und sich mit in Dresden mit Wien zu vergleichen, die einfach eine Landeshauptstadt sind, mit einer ganz anderen Wirtschaftskraft als Dresden, ist vielleicht auch ein bisschen vermessen. Aus Dresdner Sicht ist sowas selten vermessen. Da kommen noch ganz andere Vergleiche zustande. Aber Spaß beiseite. Also Sie merken sozusagen die Überzeugung, dass die Revolution hier im Nahverkehr über Bürgerticket, Flatrate, Semesterticket für alle kommt, ist jetzt hier noch nicht greifbar. Darum frage ich nochmal Herrn Baluga, ob es nicht vielleicht auch mit Reformen ein Stück weit vorangeht. Sie haben das ja ganz am Rande schon ein bisschen anklingen lassen. Nicht nur die den Nahverkehr nutzen, profitieren vom Nahverkehr, sondern auch deutlich mehr. Also beispielsweise Unternehmen, die ihren Betrieb in der Nähe von der Straßenbahnhaltestelle haben und ihre Mitarbeiter bequem auf Arbeit kommen. Grundstückspreise steigen in der Regel, wenn sie öffentlich mit Nahverkehr erschlossen sind. Müsste man also diese Nutznießer nicht eigentlich stärker in die Finanzierung des Nahverkehrs einbinden? Wäre das nicht eine Möglichkeit, sagen wir mal, zusätzliche Einnahmen für den Ausbau und für ein besseres Angebot zu generieren? Als ersten Schritt, bevor man vielleicht sozusagen dann die Finanzierung gänzlich umstellt? Also die Nutznießer selbst, die sagen natürlich, nein, wir zahlen ja auch schon Steuern, wir zahlen ja unsere Grundsteuer, wir zahlen unsere Steuern und Abgaben auf Betriebe und so weiter. Das heißt, diese sollen wir ausgerechnet nur für den ÖPNV irgendetwas leisten. Natürlich bringt der ÖPNV Vorteile für die profitieren indirekt. Allerdings ist es natürlich ein bisschen schwierig, rechtlich zu fassen und zu verargumentieren. Es ist in gewissen Punkten möglich, das abzuschöpfen. Stichwort Erschließungsbeiträge, das habe ich erwähnt. Allerdings bedarf es hierfür natürlich auch landesgesetzlicher, wenn nicht sogar bundesgesetzlicher Rahmenbedingungen. Nochmal nachgefragt bei den Dresdner Verkehrsbetrieben. Ein Möbelhersteller aus Skandinavien
hat sich in Köln bei einem Straßenbahnprojekt, das ist also eine Erweiterung der Stadtbahn, finanziell beteiligt, weil dann sozusagen die Kunden direkt vor seiner Haustür abgekippt werden. Wäre sozusagen solche Mitfinanzierung, wir haben ja einige Infrastrukturprojekte hier in Planung, im Weg, den man auch in Dresden gehen könnte, oder ist so der Nutzen dieser Finanzierung auch noch weit weg aufgrund der Rahmenbedingungen? Aus unserer Sicht natürlich herzlich willkommen, gar keine Frage. Jetzt hat der Möbelhersteller, der gesagt hat, das Glück gehabt, dass er bei unserer damaligen Streckennetzerweiterung, ich glaube, noch gar nicht dort ansässig war, nach der heutigen Erschließung auch nicht direkt von der Straßenbahn betroffen ist und wir eine Finanzierung über Hochwasser in der Tasche hatten. Also wir brauchten für die damals diskutierte Erweiterung nicht. Aber es gibt solche Beispiele, es gibt also oben die Strecke nach Pendrich, wo sehr wohl eine Unterstützung eines dort ansässigen Investors erfolgt ist. Also das sind Dinge, die sehr wohl diskutiert werden. Man muss das im Einzelfall, glaube ich, sich sehr genau angucken. Da gibt es, würde ich auch sagen, keine Generalnorm, so geht es nicht. Die Unternehmer sind da auch gleichsam, finde ich, in Ausreden, in Besprechungen, warum es gerade nicht geht. Wettbewerbsvorteile, ja, nein, Standortdiskussionen, die dort geführt werden, aber vorstellbar auf jeden Fall. Ich denke auch ein Thema, was zukünftig auf jeden Fall eine größere Rolle, insbesondere in peripheren Lagen spielen wird, weil da wird es schlicht und ergreifend darum gehen, gibt es dort eine Strecke, ja oder nein, weil einfach die Mittelkonkurrenz so groß ist und dann wird man sagen, das ist eine Form von Erschließungsbeiträgen, die abgefordert und eingeklagt werden muss. Wenn ihr also dorthin geht, dann müsst ihr einfach auch ein bisschen für die kommunale Infrastruktur mit Sorge tragen. Passiert ja bei anderen Erschließungsgebühren genauso. Also insofern, ich glaube, das wird kommen. Und jetzt haben wir natürlich auch ein grundsätzliches Problem hier. Also Tatsache ist schon, wir zahlen in ÖV nicht alle unsere Kosten. Wir decken die Kosten nicht komplett, aber im Autoverkehr deckt er ja seine Kosten auch nicht komplett. Und die Gesellschaft hat über Jahre und Jahrzehnte gesagt, nee, Verkehr soll wirklich gefördert werden. Wir wollen, dass das schnell und leicht geht. Wir wollen, dass wir rausziehen können. Und die Zersiedelung und all die Effekte haben sich dann eben eingestellt. Jetzt fehlt uns das Geld beim ÖV und natürlich können wir rausgehen und sagen, du kriegst jetzt in München eine Straßenbahnhaltestelle, wärst du nicht bereit, was zu zahlen, IKEA kann das und andere sicher. Bei den Finanzstrukturen, die IKEA hat, überlegen Sie mal, wo die Steuern zahlen und wie viel, und da ist das also weniger als in der Portokasse, wenn ich da mal einen Beitrag mache. Und jetzt müssen wir aber unterscheiden zwischen den kurzfristigen Effekten, zu denen ich große Sympathie habe. Aber Luca, ich finde das klasse, den Ansatz. Da steckt ein Ziel dahinter und das sind die Intentionen, die ich mir eigentlich auch wünsche. Und zweitens zu dem, was passiert. Also wir wünschen uns jetzt heute, dass wirklich Nutzenmischung in die Nähe kommt und die Menschen sollen möglichst kurze Wege zu den Läden und natürlich auch zum Arbeitsplatz haben. Die sollen vernetzt und integriert wohnen. Und das mögen wir nicht mehr so gerne, wenn einer sagt, nee, ich baue mir da ein Familienhaus mit Doppelgarage irgendwo hinter Bannwitz. Wenn wir jetzt rausgehen würden und das nicht bei Einzelfällen lassen, sondern sagen, die DVB fährt an jedes Möbelhaus, tut mir leid, gesetzliche Grundlage, du zahlst jetzt jedes Jahr 250.000, dann bringt das Geld. Und dann würde ich als Möbelhaus anfangen zu überlegen. Moment mal, an der Haltestelle zahle ich 250.000 im Jahr. Was zahle ich eigentlich, wenn ich da wegziehe? Oh. Ich könnte ja auf die grüne Wiese ziehen. Ja, da müsste ich ja nichts mehr zahlen. Und das bedeutet, in dem Moment, wo wir dieses Entgelt einführen, haben wir einen ganz klaren Anreiz für jeden. Wir sagen ihm, zieh doch bitte raus auf die grüne Wiese, mach genau das, was wir nicht haben wollen. Jetzt kommt der Lösungsvorschlag aus dem Elfenbeinturm. Der ist ökonomisch zwingend, leider politisch völlig untragbar und umsetzbar. Er ist trotzdem zu erwähnen, der Lösungsvorschlag muss so sein, was wollen wir eigentlich nicht? Wir wollen nicht, dass die da nicht integrierte, isolierte Möbelhäuser auf der grünen Wiese machen. Und was wollen wir? Ja, wir wollen, dass die am guten ÖV-Netz teilhaben und dort, wo wirklich auch mit Fahrrad und Fuß man hinkommen kann. Ja, da könnten wir es ja so machen, dass wir gerade andersrum einen Schuh draus machen. Wer auf die grüne Wiese geht, der zahlt. Und wer an der Haltestelle ist, der zahlt gerade nicht. Ja, was würden denn die Möbelhäuser, die dann auf der grünen Wiese sitzen, überlegen? Auf der grünen Wiese zahlen sie jedes Jahr 250.000. Mensch, da könnte ich ja an die Haltestelle ziehen, da muss ich nichts mehr zahlen. Und jetzt hat Herr Helmersbach auf einmal ein paar Kunden, die dann mitkommen. Und die Kunden helfen ihnen. Also der gerade andersrum Ansatz ist der ökonomisch zielführende, aber der ist
Ich mit Lamm und Tain, Sie haben schon angedeutet, absolut schwierig umzusetzen, weil das ist eben leider die Krux, dass das draußen sehr große Widerstände hätte. Ökonomisch wäre es zwingend, politisch ist es schwierig. Ich würde vielleicht an einen Punkt noch mal ein kleines bisschen ergänzen wollen, weil ich sage, manchmal betrübt mich das so ein bisschen, dieses Thema, wir müssen Geld abpressen, um Nahverkehr zu bezahlen. Ich wäre ja schon glücklich als Unternehmer, wenn zum Beispiel im Rahmen von Neubauten die Stellflächen, die ausgewiesen werden müssen nach Baurecht, einfach weggelassen werden. Sag mal, heute ist es so, wenn Sie irgendwo Häuser bauen, da wird als erstes gefragt, wir sind mit der Stellplatzbilanz. Gut, das machen die Investoren auch, weil sie wissen, sonst verkaufen sich die Häuser so schlecht. Aber so unbedingt zwingend will man heute gar nicht mehr für jede Wohnung einen Stellplatz vorhalten. Da ist das Baurecht manchmal sehr kompliziert. Ich sag mal, wir würden da viel mehr profitieren, die Leute würden schon mit uns dann sofort fahren. Da brauchen wir an sich gar keine Zwangsbeiträge, sondern das würde sich marktwirtschaftlich regulieren. Und ich glaube, da sollten wir auch gemeinsam drüber nachdenken. Also es muss nicht immer alles mit Zwang gehen und Umlagesysteme. Wir haben aber eine planerisch immer noch eine sehr autoaffine Welt. Und das ist manchmal, da bin ich beim Herrn Schmidt-Lamontaine, ich glaube, da ringen wir gemeinsam auch, dass wir sagen, aus dieser Welt müssen wir ausbrechen, wenn wir die Städte lebenswert machen wollen. Würde ich die Frage, bevor ich den jetzt auch wirklich zum Publikum geben will, nochmal an Herrn Schmidt-Lamontaine stellen, welche Instrumente der Stadtentwicklung, die ja gerade schon eben angeklungen sind, haben wir denn? Stellplatzsatzung, ganz spezielles Thema, das ist dann eher was für eine Fachveranstaltung, aber welche Instrumente könnte man, die hier schon angeklungen sind, denn stärker sozusagen in den Fokus der Stadtentwicklung nehmen? Also viele Themen und auch die sind politisch schwer durchsetzbar, die man als Möglichkeiten hat, macht Dresden bisher nicht. Also zum Beispiel die Frage Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt. Also es ist relativ wirklich wenig mit dem Auto hier durch Dresden, eigentlich so gut wie gar nicht, aber zwei, drei Mal habe ich das schon gemacht. Und für Parkplätze in der Innenstadt, das ist ja spottbillig. Also ich habe neulich, musste ich mal mit dem Auto fahren. Da habe ich den ganzen Tag lang vor dem Rathaus geparkt für 6 Euro. Wollte ich nur im Rathaus kurz einen Termin wahrnehmen und weiterfahren zu World Trade Center, wo ich arbeite. Da hätte ich für den ganzen Tag 15 Euro bezahlt, habe ich gedacht, dass ich das Auto einfach für 6 Euro vom Rathaus stehen. Ist billiger und fahre dann mit der Stadtbahn zum WTC, mit der Stadtbahn zurück zum Rathaus. Also das, da habe ich selber ein bisschen mich gewundert darüber, warum man eigentlich im öffentlichen Raum mitten in der Stadt vom Rathaus den ganzen Tag nur 6 Euro bezahlt. Städtischer Parkplatz. Auf der anderen Seite kann ich natürlich die städtischen Parkplatzgebühren erhöhen und stehe dann wiederum im Konkurrenzdruck zu den zum Großteil privaten Parkhäusern in Dresden, die alle nicht so viel nehmen und schmälert dann gegebenenfalls noch die Parkraumbewirtschaftungseinnahmen der Stadt nicht habe. Also das ist sozusagen auch noch ein Problem. Hier in Dresden, anders als in vielen anderen Großstädten, gehören die Parkhäuser nicht der Stadt oder der Kommune oder einem kommunalen Unternehmen, sondern privaten. Also dass sozusagen auch meine Preispolitik, die ich für Parkraumbewirtschaftung vornehmen kann, dann wieder im Konkurrenzkampf stattfinden zu Privatunternehmen, die dann gegebenenfalls weniger. Also auch nicht ganz einfach und natürlich politisch auch höchst brisant, kann man machen, aber führt zu einem erneuten Aufschrei, dass man die Autofahrer schöpft. Was wir zum Beispiel auch nicht machen hier, sind Straßenausbaubeiträge nehmen. Also alle anderen Großstädte nehmen Straßenausbaubeiträge. Das heißt, wenn die Straße hier saniert wird, zahlen die Anlieger. Führt in der Regel dazu, dass die gar nicht so ein riesiges Interesse daran haben, dass ihre Straße ausgebaut wird, weil sie ja dann einen Beitrag zu leisten müssen. Und dass der Anteil dessen, was ich an kommunalen Mitteln reinstecke, natürlich erheblich geringer ist und ich damit andere finanzielle Spielräume hätte, um zum Beispiel Infrastrukturmaßnahmen im ÖPNV zu finanzieren. Traut sich hier auch keiner ran. Oder beziehungsweise wurde hier mal abgeschafft und würde mit Sicherheit auch einen riesigen Aufschrei geben, wenn man das hier einführen würde. Heute ist die Situation anders. Alle schreien und schreiben hier Briefe, wie schlecht der Zustand ihrer Straße ist und dass sie auch eine Möglichkeit ausgebaut werden soll. Und bitte auch nicht nur oberflächlich, sondern grundhaft und mit toller Aufenthaltsqualität und allem Pipapo, allem Schnickschnack. Was natürlich unglaublich viel Geld kostet, weil ich habe ja keinen Beitrag zu leisten. Also auch das ist ein Instrument, wo man drüber nachdenken muss. Aber auch politisch höchst brisant. Das nächste Thema Stellplatzablöse ist natürlich sehr komplex, aber auch da, klar, es gibt die Idee, wir bauen künftig keine Stellplätze mehr, aber was passiert denn dann? Die Leute haben ja deswegen nicht mehr kein Auto, sondern dann stehen sie bei mir vor der Tür und sagen, liebe Stadt, ihr habt die Stellplatzpflicht abgeschafft, jetzt sorgt doch bitte dafür, dass ich im öffentlichen Raum die Stellplätze für mein Auto habe.
dann stehe ich im Zugzwang, Stellplätze zu schaffen. Da würde ich einen anderen Ansatz wählen, würde sagen, wir behalten ihre Pflicht, aber haben die Möglichkeit, gegen Gebühr den Stellplatz nicht zu schaffen. Damit habe ich eine Einnahmequelle, die auch zweckgebunden ist, weil die Einnahmen, die ich da erziele, darf ich nur wieder ausgeben für entweder öffentliche Stellplätze oder aber Maßnahmen im ÖPNV oder im Radverkehr. Oder ich mache Anreize dafür, zu sagen, wenn ich weniger Stellplätze schaffen will, dann muss ich dafür Äquivalente schaffen. Also zum Beispiel komfortable, ebenerdige, überdachte, abschließbare Radstellanlagen, dass ich den Leuten ein Angebot mache. Also zu sagen, ihr dürft zwar weniger Autostellplätze bauen, aber dafür müsst ihr sozusagen andere Dinge bauen, die den Leuten dabei helfen, den Umstieg einfacher zu haben. Zum Beispiel aufs Fahrrad oder im ÖPNV. Also das sind dann eher Ansätze, die wir auch gerade tatsächlich verfolgen, weil wir die Stellplätze zum Rad neu erarbeiten. Also man hat schon Steuerungsmöglichkeiten, aber die sind alle sehr, sehr, sehr schwierig umzusetzen. Und die eine oder andere Debatte stoßen wir in die Richtung bestimmt an in den nächsten Jahren in Dresden, in meiner Amtszeit, aber ich glaube, die werden alle nicht ganz ohne. So, jetzt haben wir eine gute Stunde einen fachlichen Vortrag bekommen und schon gemeinsam diskutiert. Jetzt soll die Gelegenheit sein, für Sie, für euch Fragen zu stellen, Statements zum Thema abzugeben, Fragen an alle oder an einen Referenten. Bitte keine langen Co-Referate, sondern kurz und knappe Statements und Fragen, damit möglichst viele die Gelegenheit haben, dran zu kommen. Und da ist schon die erste Frage. Mal, glaube ich, bin gut zu verstehen da hinten noch. An Herrn Emmersbach, Sie hatten am Anfang gesagt, dass Sie auf die Konflikte bei Neubauten oder auch bei bestehenden Straßenprojekten, sage ich mal so, haben, in Konflikt mit dem Fahrradverkehr. Dass Sie Ihre eigene Straßenbahnspur haben wollen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Dass das Auto stört, sind wir, glaube ich, Konsens, prinzipiell. Aber ich finde, die Straßenbahn und das Auto passt eher noch zusammen als Auto und Fahrrad. Ich hätte auch kein Problem damit, die Albertbrücke als Fahrradbrücke dazulassen und den Autoverkehr dort runterzulassen oder bei 20 km/h zu belassen, wenn es der Markt geöffnet wird. Aber da würde ich mich freuen, sozusagen um etwas Offenheit, sag ich mal so, in der Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Aber zu Herrn Schmidt-Lamontet, wenn Sie noch etwas an Geldern haben wollen, dann sollten Sie vielleicht das Vollzugsdefizit der Stadt abbauen. Betreffend zu schnell fahrenden Fahrzeugen, betreffend falsch parkenden Fahrzeugen, überhaupt parkenden Fahrzeugen, wo Sie überhaupt gar nicht hin dürfen, Stichwort Eltern. Also das wäre, glaube ich, das allererste, was zu machen ist. Und Straßen kann man auch schön bauen, ohne Parkplatz, der kostenlos daneben steht. Dann hat man auch wieder viel Platz für Fußweg und Fahrradverkehr gewonnen. Ich denke, wir beantworten das gleich. Also Entschuldigung, falls das so herüberkam, also ich sage mal, wir haben natürlich als Nahverkehr nichts gegen die Fahrradfahrer, um Himmels Willen, das ist sicherlich, hat man planerische Konflikte bei begrenztem Straßenraum und Neubauvorhaben, wo wir nicht immer ganz grün sind, wo wir uns, ich sage mal, um den begrenzten Platz bleiben, aber grundsätzlich sind wir nicht im Widerspruch, sondern denken da in die gleiche Richtung. Also Thema Vollzugsdefizit, also es ist immer schön zu sagen, für mich nicht zuständig, ne? Aber ich führe durchaus auch Debatten darüber mit den zuständigen Kollegen bei uns in der Stadtverwaltung, ob man nicht mal vielleicht auch die eine oder andere Blitzeranlage oder die als eine oder andere Personal anschaffen könnte, um stärker auch hier in die Straße zu kontrollieren. Wir sind gerade in den Personaldebatten und ich glaube, da vielleicht kommt da auch das eine oder andere. Also, das ist schon so, dass man das thematisiert, aber erstmal ist es auch alles eine Investition. Ne? So, die rechnen sich in der Regel relativ schnell. Ich glaube, der Blitzer auf der Waldschlösschenbrücke, der spült jährlich wirklich Millionen in die Stadtkasse. Also es ist ganz hervorragend. Leider landet das Geld nicht so direkt bei mir, also, sondern das geht erstmal im allgemeinen Haushalt auf und dann muss ich mich wieder mit dem Kameralabor auseinandersetzen, ob ich dieses Geld
was auf den Straßen Dresdens erwirtschaftet wird, auch für die Straßen oder die ÖPNV Dresdens ausgeben darf. Das ist sozusagen klar, das kann man machen, aber das Geld landet nicht zwangsläufig dann sozusagen in Investitionen für den ÖPNV oder so. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit hier zur Diskussion. Ich habe den Eindruck, dass man in Dresden ganz schwer über belastende Maßnahmen finanzieller Art diskutieren kann. Also ich nenne jetzt mal das Thema Grundsteuer. Die Grundsteuer ist seit etlichen Jahren unverändert. Wir haben pro Jahr Inflation von 1-2%. Das heißt, wenn ich die Grundsteuer unverändert lasse, dann ist es eine Begünstigung der Grundstückseigentümer. Das heißt, ich müsste im Prinzip sozusagen den Inflationsausgleich durch eine Grundsteuererhöhung machen. Und wenn ich das täte, sag mal im Jahr 2017 oder 2018, dann hätte ich auch Geld, was ich unter anderem in den ÖPNV stecken kann. Zumal ja jede Verbesserung im ÖPNV, barrierefreie Haltestellen bei Bus- und Straßenbahnen zum Beispiel, eben, sagen wir mal, die Anlegerverhältnisse verbessern. Ich habe aber den Eindruck, Grundsteuererhöhung, das gilt als Suizidthema bei den politischen Parteien. Da traut sich keiner ran. Ja, wir haben im nächsten Jahr haben wir eine Bundestagswahl. Bloß nicht, wir verlieren Wählerstimmen, wenn wir hier das Thema Grundsteuererhöhung sagen. Jeder hat Angst davor, das irgendwie öffentlich zu diskutieren. Jeder hat Angst, der Erste zu sein bei diesem Thema. Und das finde ich ganz erschreckend. Und ich denke mal, dass man dieses Thema in Zusammenhang mit ÖPNV sehr gut diskutieren kann. Wer will zu der Suizidfrage? Ich komme nicht aus Dresden, ich gehe kein Suizid, aber ich möchte noch eines anmerken zur Finanzierung über eine Grundsteuer zugunsten des ÖPNV. Das ist rechtlich nicht möglich. Es ist eine Grundsteuer, die in den allgemeinen Haushalt hineingeht und die Zweckbindung an den ÖPNV müsste erstmal vom Gesetzgeber ermöglicht werden, wenn das überhaupt in die juristische Aber es wäre dann mehr Geld im Haushalt, ne? Danke sagen für den Beitrag, weil ich dem eigentlich zustimme. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir uns in Dresden da manchmal in einer sehr komischen Debatte befinden und keiner traut sich so richtig irgendwas zu sagen. Jetzt kann ich sagen, da ist aber auch wieder mal der böse Stadtrat und jeder einzelne Politiker schuld, weil die haben ja nicht das Rückgrat zu sagen, endlich müssen wir mal erhöhen, damit wir da mal Geld haben können. Tut mir aber ein bisschen schwer, immer dann auf das mangelnde Rückgrat der Politiker zu schimpfen, weil wir haben in Dresden jetzt aber auch eine Erfahrung, dass wenn dann einer mal Rückgrat hatte, dass wir dann den als Bürgerschaft immer gleich bestraften und abwählen. Also diese Anspruchsmentalität hat sich jetzt wirklich in den letzten 10 Jahren ausgebildet. Denken Sie mal dann, es gab diese Anlieger um die Straßenerschließungsbeiträge und dann hat natürlich eine Partei gesagt, das ist ganz ungerecht, das wollen wir weg und die wurde sofort gewählt und hatte die Mehrheit und weg waren die Dinger. Also das sehen wir bei den Parkgebühren. Wir haben uns da viele der Probleme echt selber eingeproppt und kleine Sünden, die bestraft der liebe Gott sofort, andere ein bisschen später. Ich weiß, was wir geschimpft haben, als zum Beispiel unter dem Altmarkt die 1000 Parkplätze oder wie viele sind gebaut worden. Wir ziehen uns Verkehr rein, ja, jetzt sind sie da und die werden natürlich auch bewirtschaftet. Und dann können wir eben nicht wie andere Städte Parkgebühren machen. Ich würde jetzt zusätzlich zu der Forderung nach mehr Mut und Entschlossenheit bei den Politikern gerne die Forderung loswerden. Vielleicht können wir das auch mal als Wählerinnen und Wähler in unserer Stadt klar machen, dass wir dann eben wirklich die wählen, die für uns höhere Gebühren und Steuern durchsetzen, weil das ja Geld ist, das man dann verwenden kann in unserer Stadt. Also das wird schwierig, aber wenn jeder von uns dann mal rausginge und anfinge, die Chefredakteure der Zeitungen und die Nachbarn dafür zu gewinnen, dass wir wirklich einen Vorteil in der Stadt haben, wenn Grundsteuern oder andere Parkgebühren nach oben gehen, dann ist vielleicht auch wieder ein Platz für einen Politiker, dass er ein bisschen sagen kann, na, ich versuch's mal schrittweise. Ansonsten würde ich Herrn Schmidt-Lamontagne nicht ermuntern, jetzt voller Mut und Verlegenheit in die Debatte sich zu stürzen,
Weil das könnte ein sehr schnelles Ende finden und dann haben wir noch weniger gewonnen, als wenn jemand ganz allmählich über Jahre und Jahre versucht, schrittweise weiterzukommen. So passt vielleicht, dass es mal einen Stadtratsbeschluss gab, beziehungsweise ein Verkehrskonzept, in dem drin stand, dass das Parken prinzipiell teurer sein soll als die Stundenfahrt beim DVB. Es ist einer der vielen Stadtratsbeschlüsse, deren Umsetzung bis heute hart. Ich sage, das ist eben euer Stadtrat. Aber es wäre mal ein Anfang. So, weitere Wortmeldungen. Bitte. Insbesondere jetzt zu Herrn Walura nochmal, was für Finanzierungsmöglichkeiten hatten Sie sich vorgestellt, jetzt wo Sie gesagt haben, Angebot soll ausgebaut werden, gleichzeitig bei einem Preisverfall. Klar, Fahrgaststeigerungen werden dann sicherlich kommen. Aber die wiegen jetzt sicherlich nicht die Kosten auf, die dann mehr entstehen. Hatten Sie da Finanzierungsmöglichkeiten, jetzt gerade auch Richtung Grundsteuer zum Beispiel, unter den, mal Brücke, also analysiert? Und wenn ja, welche? Jetzt in der Doktorarbeit selbst habe ich verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten als Drittnutzerfinanzierungsinstrumente implementiert, das heißt Erhöhung der Parkraumbewirtschaftung, Grundsteuer habe ich ungeachtet dessen, ob das überhaupt rechtlich möglich ist, habe ich jetzt einfach mal angesetzt. City-Maut und Übernachtungssteuern und was es da alles noch gibt, das hatte ich tatsächlich gemacht. Allerdings habe ich mich natürlich auch beschränkt, was wäre, wenn ich durch dieses Bürgerticket den jetzigen Nahverkehr und zusätzlich denjenigen Nahverkehr, der infolge der Fahrscheinfreiheit hinzukommt. Was würde mich das kosten? Diese Frage habe ich dann erörtert. Eigentlich habe ich zwei Themen, ich würde mir erstmal mit einem beginnen. Ich möchte mal eine Lanze für die armen Stadträte brechen, die ja auch in Dresden als Feierabendpolitiker sich in ihrer Freizeit mit unwahrscheinlich vielen Themen auseinandersetzen müssen. Wir müssen über Stadtraumgestaltung, über Krankenhaus, Fusion, über Kita-Plätze, über sonst was alles befinden. Und jeder Stadtrat einzeln, ich bin selber keiner, hat aber so einen Stapel Papier jeden Tag, jede Woche und noch viel Mails dazu, muss ich da irgendwie abstimmen, muss ich selber eine Meinung machen und. Wozu führt das? Jeder Einzelne hat gar nicht die Ahnung von jedem Fachthema, sondern muss sich in gewisser Weise ja, der Meinung anschließen, die von den Ausschussmitgliedern im Wesentlichen vorgeprägt werden, muss sich vielleicht der Parteibeson unterwerfen und kann sich gar nicht im Einzelnen immer die Meinung über jedes Thema bilden. Also auch nicht über das Thema, über das wir hier heute sprechen. Das führt dazu, dass ich dann als Stadtrat eher geneigt dazu bin, dem auch zuzustimmen, was mein Parteikollege da mir vorgibt. Heißt eben auch, dass ich, wenn ich keine eigene Meinung habe oder die Chance habe, vielleicht sogar auch falsch entscheide, weil ich es eben gar nicht anders konnte. Und man muss ja auf kommunaler Ebene nicht unbedingt parteipolitisch immer in jedem Fall agieren. Je größer die Kommune ist, desto eher ja, auch hier ist es so, aber je kleiner die Kommunen sind, desto eher wird ja auch Sachpolitik gemacht und die Parteipolitik. Was will ich damit sagen? Die Stadträte, die müssen eher aufgeklärt werden. Man muss in kleinen Kreise peu à peu an jeden Einzelnen ran, um eben zu sagen, was bedeutet das denn, wenn du eine Parkpreiserhöhung vom Rathaus von 6 Euro am Tag auf 16 Euro zustimmst. Ja, was hat das denn für Effekte? Womit kann man denn mit dem Geld gut hausieren gehen? Und wenn es jetzt nicht die DVB ist, die das kriegt, kann es ja eine Kita sein oder eine Schule, die wir gerade drin bauen müssen. Das ist ja am Ende auch das Thema, wo gehe ich das Geld hin. Und es gibt auch Beispiele in Deutschland, wo genau das getan worden ist, wo man jetzt zum Beispiel nach Nürnberg schaut, die eben auch dieses Wiener Beispiel ganz toll fand und eben gesagt haben, Mensch, wir müssen auch dahin kommen, dass wir möglichst Gelder oder Fahrpreise senken, bei gleichzeitigem Parkplatzgebührenanstieg. Und dort hat der Kämmerer eben den Weg gewählt, zu sagen, so, wir machen Nachhilfekurse für jeden einzelnen Stadtrat oder für jede einzelne Fraktion. Und dort hat man es geschafft, mit auch einer eher SPD-dominierten Stadtregierung auch die CSU dort mit ins Boot zu holen, zu sagen, ja, wir stimmen dem zu und hat einen, soweit ich weiß, mehr oder weniger einstimmigen Beschluss gefasst, eben bestimmte Fahrpreise im Nahverkehr zu senken, bei gleichzeitiger Parkplatzbewirtschaftung und deren Anstieg der Preise. Also es geht auch, aber es ist eben auch eine ja, langwierige Aufgabe, beziehungsweise kostet sie Kraft und Überzeugungsarbeit.
Gut, das war jetzt einfach ein Statement. Ja. Das denke ich, können wir so im Raum stehen lassen. Bitte. Mal eine kurze Frage: Hat das schon jemand mal durchgerechnet in Dresden, den fahrscheinlosen Nahverkehr? Die Verkehrsbetriebe oder die Stadt Dresden? Also konkret durchgerechnet ist es nicht, aber es ist eine relativ überschlägig einfache Rechnung. 120 Millionen Euro nehmen wir heute durch Fahrgeldeinnahme an und jetzt können wir anfangen, mit Variablen zu diskutieren. Und ich sage mal, mir liegt das schon auf der Zunge zu sagen, also ich halte das Bürgerticket für eine höchst unsoziale Veranstaltung, weil wer bezahlt denn eigentlich? Jeder Bürger, nur ausgewählte Bürger, bezahlt die Familie mit 2, 3 Kindern dann für 5 oder nur für 2? Aber da gibt es noch so ein paar Parameter, über die würde ich gerne ein bisschen mehr erfahren wollen, bevor ich auch richtig anfange zu rechnen. Wie geht man um mit dem Thema Tourismeneinpendler, die ja auch den Nahverkehr in Größenordnung nutzen? Also da sind noch so ein paar Fragen ungewiss. Ich sag mal, am Ende des Tages brauche ich heute allein 120 Millionen, da rede ich noch nicht über Mehrverkehre. Und die Mehrverkehre, können Sie so rechnen, so eine Straßenbahn im Betrieb im Jahr kostet so 500.000, so ein Bus 200.000. Also da kommt schnell was beisammen, je nachdem, wo Sie dann noch mehr Nachfrage erfahren. Ja. Die nächste Frage ist ja auch noch die soziale Gerechtigkeit im Abgleich flächendeckend identischer Nahverkehr über das gesamte Stadtgebiet. Oder wir haben auch so ein paar Ecken, Schönfelder Hochland, wo sich auch Menschen beschweren und sagen, es reicht ja nicht mal aus. Also warum sollen die eigentlich gleichsam zahlen, wo wir an sich ganz schön große Schwierigkeiten haben, für die wenigen Menschen in diesem dünner besiedelten Gebiet noch das gleiche Angebot zu geben. Also deshalb, Rechnen ist nicht so einfach. Aber wir haben das System ja schon im kleinen Semesterticket seit Jahrzehnten in Dresden. Sehen wir einen Wohnheim auf der Hochschulstraße, wo der fährt nie mit dem Bus an diesem Campus, weil er 2 Minuten vor Platz gelaufen ist. Ich muss auch dafür bezahlen. Ja, und vielleicht noch die Frage, wie viel kostet uns eigentlich die ganze Erhebung des Tarifs, also sozusagen von den Automaten, also all das, was so notwendig ist, um damit das Geld in die Kasse kommt. Fange ich mit letzter Frage an, also Vertriebskosten sind so um die 8% bezogen auf den Gesamtumsatz. Kann ich sagen, ist viel, ist wenig, aber das ist so der Standardwert. Tendenz eher leicht sinkend, weil wir natürlich mit den elektronischen Tarifierungen, auch wenn sie sehr kompliziert sind, die Prozesse vereinfachen. Gleichsam die Fahrtarife ein bisschen angestiegen sind in den letzten Jahren. Also ich sage mal, der Vertrieb wird in seiner Kostenfunktion nicht schrecklich teurer. Wir sind da ganz offen und ehrlich. Elektronische Tarifierung heißt auch am Ende weniger personalbesetztes Vertreiben von Tickets. Also insofern schon Einsparpotenziale. Also ich sage mal, irgendwo wollen wir uns in der Zielfunktion bei 6% einbinden. Das ist so, glaube ich, ein typischer Benchmark. Zum Semesterticket nochmal, da gibt es einen kleinen Unterschied. Die Studenten, die sind alle an der Quelle, wenn man die Universitäten mal als Quelle oder als Ziel ihrer Veranstaltung sieht, gebündelt. Da ist auch eine hohe Solidarität und entstanden. Wir haben ja kein verpflichtendes Semesterticket mehr. Und das ist ja eine freiwillige Geschichte, das ist auch entsprechend mit den Studentenräten legitimiert worden. Und das ist der große Knackpunkt zum Thema Bürgerticket. Das ist die große Herausforderung, vor der Sie stehen, wenn Sie so ein Bürgerticket einführen wollen. Ich habe da überhaupt nichts dagegen. Sie müssen sich nur die Mehrheit verschaffen. Um das entsprechend durchzuführen, ich habe eine kleine Sorge, die trifft so die Verbandsstimmung ja auch, dass wir sagen, gesicherte Finanzierung, ja, aber für wie lange? Das sind ja dann Beschlüsse, die auch irgendwann wieder gedreht werden können. Vielleicht sogar müssen, wie auch die Diskussion aktuell. 365 Tage, in der Einführung ganz toll, 1 Euro pro Tag. Aber wie geht denn das weiter? Was heißt denn das jetzt? Habe ich die 365 Euro 1, 2, 3, 4, 5 Jahre stabil? Irgendwann bricht so ein System. Und wie viel muss ich denn dann mehr nehmen? Und da fange ich an zu diskutieren. Also da gibt es schon ein paar Punkte, da braucht es noch ein paar Antworten. Ich gebe da gleich mal an Herrn Maluka, weil Sie haben ja die schöne Studie auch vorhin auch gezeigt zu Berlin. Da haben wir eine intensive Debatte, auch Abgeordnetenhauswahl im Herbst, wo verschiedene Modelle da auch diskutiert werden, wo es natürlich auch um die Frage geht, was macht man mit den Pendlern, wie sozial gerecht ist das, wie sieht es aus mit stärker Angebot, weniger Angebot, sozusagen Zentrum, Peripherie. Wie geht man mit diesen Fragen, weil es sind ja immer die gleichen Fragen, die sich dann stellen, beispielsweise in Berlin rund in der Studie. Was sind die Antworten darauf? Ui. Schwierige Frage. Also die Antworten sind natürlich nicht so einfach und letztendlich ist das auch ein Teil der politischen Debatte, die geführt werden muss. Ich hoffe, ich habe das auch in dem Vortrag so ein bisschen
gut dargestellt, welche Probleme es gibt mit Bedienungsstandards, welche Qualitäten setze ich? Setzt die Politik Mindestbedienungsstandards, was ja noch nicht so ganz praktiziert wird. Letztendlich die Debatte, wer zahlt, ist die interessante. Zahlen die Touristen mit oder ist das einfach eine Touristenwerbungsmaßnahme? Dresden fährt fahrscheinfrei, alle Touristen kommen hier rein und sehen das als ideales Angebot der Stadtverwaltung, um Dresden zu besuchen. Letztendlich die Akzeptanzfrage hat sich beim Semesterticket nach der Einführung eigentlich geklärt. Also zuvor hatte man natürlich auch genau das debattiert. Ich wohne neben dem Campus, muss trotzdem den vollen Semesterbeitrag bezahlen. Letztendlich haben auch Studien gezeigt, dass die Akzeptanz auch derjenigen groß gegenüber dem Semesterticket ist, die es nicht in vollem Umfang nutzen. Sie erkennen das als solidarische Maßnahme an. Deshalb sage ich, idealerweise sollte auch ein Modellprojekt durchgeführt werden, um eben sowas mal auszutesten. Und ich denke mal, dass die Sorgen sich abbauen, wenn es denn mal so ein Bürgerticket oder eine fahrscheinfreie Kommune oder sowas mal geben würde. So, die Wissenschaft ist nochmal gefragt. Die Wissenschaft ist nicht gefragt, aber die drängelt sich recht rein. Also die Frage war wirklich, wer zahlt? Ist es dann bei einer Familie mit drei Kindern wirklich der Faktor 5 oder machen wir es als Haushalt, kommen die Pendler dabei oder nicht? Und das ist alles noch eine wichtige Frage. Es spielt aber auch eine Rolle, wie denn eigentlich gezahlt wird. Und jetzt komme ich schon wieder auf den Vergleich. Mein Steckenpferd heute Abend mit dem Auto. Über Jahre und Jahrzehnte haben wir den armen Autonutzern vorgeworfen, ihr nehmt eure echten Kosten nicht wahr. Und das stimmt auch, am 1. Januar müssen die nämlich 600 Euro Versicherung und nochmal 100 Euro Steuer zahlen. Und am 3. Februar, da ist dann die Winterwartung, die kostet auch in der Werkstatt 400. Und wenn dann das alles erledigt ist und die Reifen bezahlt sind, dann kostet es die wirklich überhaupt nichts, Samstag mal ein Brötchen zu holen, weil der Tank war ja voll. Also, dass dann die variablen Kosten null sind, das fanden wir als Planer immer schlecht. Die müssten eigentlich wissen, jeder Autokilometer kostet 36 Cent. Wir haben jetzt oft eine Finanzierung gehabt bei der Deutschen Bahn oder auch im öffentlichen Verkehr. Da war jedem klar, oh, die kostet jetzt 2,10 Euro, 2,30 Euro die Fahrt. Mache ich das, mache ich nicht. Da könnte ich doch auch mal laufen oder das Fahrrad nehmen. Wenn wir jetzt dafür sorgen, dass am 1. Januar dann das Bürgerticket kommt, dann ist es bezahlt und dann ist es rational von mir, absolut so viel wie möglich zu fahren. Und jetzt kommt eine Sprungfunktion. Also würden wir in unserer geliebten Landeshauptstadt das dann wirklich irgendwie schaffen, auch die 120 Millionen zu finanzieren? Der Herr Hemmersbach kriegt seine 120 Millionen, da kommt aber eine richtige Nachfrage. Und jetzt geht es nicht einfach linear hoch. In Berlin haben wir damals im Abgeordnetenhaus lange diskutiert und Entschuldigung, also jeder in Berlin sagt, wir haben da eine S-Bahn-Startstrecke zwischen Ostkreuz und Westkreuz und die ächzt richtig. Und wenn wir da jetzt nochmal dann für die Einzelfahrt kostenloses Ticket machen, aber dann wird es knackig. Also haben wir durchgerechnet, was denn eigentlich 4 S-Bahn-Kreise in Berlin zwischen Ostkreuz und Westkreuz kosten. Und wenn ich das vorstelle, an den Hackischen Höfen und am Alexanderplatz bauen wir 2 neue S-Bahn-Kreise. Herr Hemmersbach, ich bin mir ganz sicher, die 7 zwischen Hauptbahnhof Nord und Synagoge und Carolaplatz und Albert, da ist es knackig. Was ich vor der Synagoge sehe mit dem Bus 62, der abbiegt, also da stehen wir uns selber im Weg. Und auf einmal machen wir die Takte aller, die jetzt bei 10 Minuten steht, auf 5 oder 3,5 oder 2,5 runter. Also da brauche ich vom Carolaplatz oder am Georgsplatz eigentlich kein Auto mehr. Da bin ich voll. Und jetzt möchte ich eigentlich 2 Straßenbahnspuren nebendran. Jetzt reden wir über Milliarden. Also diese Frage, wie diese Nachfrage dann abgedeckt wird, die möchte ich auch noch. Und das könnte eine Sprungfunktion sein. Völlig richtig. Die fällt uns auch schwer zu beantworten. Das gebe ich ganz offen zu. Aber ich will mich da in der Diskussion nicht an dem Punkt schrecken lassen, weil meine Vision muss ja sein, möglichst viele Fahrgäste zu befördern. Ich würde es ja toll finden, wenn wir da auch noch ein drittes Gleis bauen. Das ist an sich meine unternehmerische Aufgabe. Also insofern, ich bin eher daran interessiert, dass ich sage, wenn wir über ein solches Modell nachdenken, es muss nur mehr rein als eine Kurzfristigkeit. Also die Perspektive, die muss schon richtig lange sein. Und das ist eine Aufgabe, ja.
Und das ist eine ganz zähe Herausforderung, also dort die demokratische, legitimierte Basis hinzubekommen. Das ist wirklich eine Großaufgabe. Und das heißt, die Stadt sieht dann in 20 Jahren anders aus, als sie heute ist. Das funktioniert nämlich wirklich nur, wenn dann der Pkw-Verkehr in der Tat, das wäre ja die Idee des Ganzen, auch zurückgedrängt wird. Und insofern meine ich, wir zäumen so ein bisschen das Pferd an der falschen Stelle auf. Wir müssen gemeinsam erst diskutieren, wie soll ja die Stadt in 20, 30 Jahren aussehen. Da sind wir hier unter Freunden. Ja, ich sag mal, da sind wir hier auch total begeistert. Mehr Nahverkehr, mehr Fahrradfahren, mehr zu Fuß gehen. Weniger Mobilität in dem Sinne, dass es individuell ist. Aber die Lebenspraxis sagt, da gibt es auch ganz viele Leute, die berechtigt Argumente haben, im Pkw zu fahren. Bei mir die Kolleginnen und Kollegen haben alle Freifahrt. Trotzdem ist der Parkplatz der DVB jeden Tag voll. Und nicht nur der Parkplatz der DVB, auch in dem Umfeld stehen genug Kolleginnen und Kollegen, die morgens auf Arbeit mit dem Pkw fahren, weil sie sagen, es ist bequem, es ist komfortabel. Ja, es kostet Geld, aber nicht so viel, dass es mich richtig stört, sondern es macht irgendwie ein bisschen Spaß, ja. Das sind ganz viele Funktionen. Wir müssen darüber nachdenken, auch das ist eine ganz wichtige Thematik. Wir sind alle hier Freunde des Nahverkehrs. Ich muss sagen, ich habe auch schon trotzdem eine Sinnfrage. Autonomes Fahren, diese ganzen modernen Formen der E-Mobilität. Heute sehen wir E-Fahrräder. Ich habe die Woche jetzt hier, können Sie sich in YouTube runterlegen, die Postbus möchte im Sommer in der Schweiz einen autonom fahrenden Elektrobus einsetzen. Das ist immer noch individuelle, gebündelte Mobilität über einen E-Bus. Aber das Google kam, ist das vielleicht nicht viel smoother als ein Auto? Also insofern müssen wir auch bei solchen Dingen offen bleiben. Wir müssen auch eine Innovation noch zulassen. Das sind alles so ganz, ganz große, schwierige Themenkreise, auf die wir uns gedanklich mit einstellen müssen, wenn wir das ganze Thema diskutieren. Da ist das Bürgerticket nur eins, aber die große Frage, ich glaube, vor der wir wirklich stehen, ist gemeinsam zu entscheiden, wie soll so eine Stadt in 20, 30 Jahren aussehen. Da wollen wir unseren Beitrag zu leisten. Also insofern rede ich nicht negativ jetzt auch. Oh, Mensch, mehr Nachfrage macht mir Sorgen, macht mir Angst. Dann werden wir Antworten finden müssen. Aber nicht durch Zwang, sondern die Leute müssen Spaß an solchen Systemen haben. Sie müssen sie mögen, weil ansonsten passiert, dass sie relativ schnell abgewählt werden. Dann macht man nämlich so das, was der Planer im Moment so gar nicht schätzt. Ja, man hat immer so einen ganz tollen Plan, hat auch abgewogen, das ist ganz wunderbar. Und dann fängt irgendeine Friktion an zu greifen und die Leute machen bewusst was anderes. Und dann geht alles schief. Solche Beispiele haben wir in der deutschen Politik ja jüngst im Bereich Energie, das ist so der Einstieg gewesen, Finanzierung über Stadtwerke ja gerade gesehen. Ja, die Politik hat sich überlegt, so wäre es ganz toll und das Ergebnis ist im Moment wenig begeisternd. Das wäre Gesprächsstoff für noch eine weitere Veranstaltung. Aber man könnte natürlich zusammenfassend sagen, wir haben vierspurige Straßen. Könnte man auch sozusagen Slogan entwickeln, auch DVB kann vierspurig. Ne? Gut. Es gibt weitere Fragen, bitte. Vielleicht könnte man dann mal anfangen, wenn man die Betriebsparkplätze bewirtschaftet, wenn die Mitarbeiter einfach mal. Ich glaube, es war so eine halbe rhetorische Frage. Mir ist eine Antwort eingefallen, aber die ist nicht klug. Wir ahnen, wie sie aussehen können. Bitte. Ja, ich habe mal eine Frage an Herrn Baluga. Wir sprechen jetzt hier nur über Städte und über dieses Bürgerticket. Nur, die Städte sind ja in Verkehrsverbünden mit drin. Da gibt es mehrere Entscheidungsträger, vor allem dann auch viele Verkehrsunternehmen, die alle was vom Fahrgeld abhaben möchten, vom Stück Kuchen. Haben Sie das irgendwie mal untersucht, wie das da funktionieren könnte? Ja, in Kapitel 5 der Doktorarbeit. Und zwar, das ist die ganz normale, sage ich mal, Schnittstellenproblematik. Es gibt ja innerhalb des Verbundes eine Einnahmeaufteilung. Das heißt, es werden jährlich oder halbjährlich oder im Monatsrhythmus, ich weiß nicht wie oft, aber Fahrgastzählungen durchgeführt und anhand dessen und anhand der Betriebskennzahlen und so weiter wird eine Einnahmeaufteilung durchgeführt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel außerhalb von Dresden wohne und meine Monatskarte dort kaufe, erhält ja die DVB auch einen gewissen Anteil der Monatskartenkosten. Man nimmt dann quasi an, okay, einer ist jetzt zufällig in die Stadt gefahren, der wird gezählt, das wird irgendwie hochgerechnet, es gibt da einen komplizierten Verteilungsschlüssel und so wird das Ganze aufgeteilt. Wenn sich jetzt die DVB oder der
Bürgermeister oder wer auch immer entschließt, ja, wir wollen die Fahrscheinfreiheit, wir wollen die bestehenden Fahrgeldeinnahmen und überhaupt die gesamten Betriebskosten über ein Bürgerticket finanzieren, dann sollte das natürlich auch innerhalb der Einnahmeaufteilung innerhalb des Verbundes eine entsprechende Regelung gefunden werden. Das ist dann aber Verbundssache. Nur ob sich Dresden quasi autonom machen kann, das ist dann Verbundssatzung. Das ist dann eine Frage der Ausgestaltung der Verbundssatzung. So, mit Blick auf die Uhr gehen wir jetzt langsam auf die Zielgeraden. Also das heißt, jeder, der sich noch eine Frage überlegt hat, sollte sich langsam Gedanken machen, ob er die noch stellen will. Hier in der ersten Reihe, bitte. Ich drehe mich mal um, damit ihr auch was hört. Das Ansprechen der vier Spuren ist ja gar nicht so doof, weil da oben haben wir ja gerade vier Spuren gemacht, also nicht die DVB, aber gerade der Verkehrsverbund. Und jetzt fehlt das Geld vom Bund, um da oben den 15-Minuten-Takt zu machen. Deswegen, ich will mal die Frage an den Bundestagsabgeordneten richten. Wenn wir ja alle Kommunen und alle Landkreise zusammennehmen, kommen wir ja bei irgendwie sowas wie Deutschland raus. So. Und da wäre ja auch die Idee, sag ich mal, ein umlagefinanziert, eine zusätzliche Subvention oder ein zusätzliches Finanzbein des öffentlichen Nahverkehrs vom Bund aus zu machen. So. Wie ist da die Situation? Ich habe gar keine Ahnung, ich bin hier nur in Dresden. Also wie ist da die Situation und was ist die Perspektive? Jetzt schlüpfe ich mal ganz kurz aus der Moderatorenrolle hinaus. Also, Nahverkehr ist Ländersache. Es gab 1994 eine Bahnreform und seit der Bahnreform ist die Zuständigkeit für den Nahverkehr an die Länder gegangen. Und die kriegen dafür vom Bund sogenannte Regionalisierungsmittel. Und über die Höhe der Regionalisierungsmittel wird immer noch, morgen aktuell im Bundestag, ca. 14.30 Uhr Debatte, ich darf auch reden, gestritten wie die Kesselflicker. Es gibt nämlich eigentlich mehr Geld, aber der Kuchen wird anders verteilt, sodass, wenn das so bleiben würde, mehr Geld in die alten Bundesländer geht und die ostdeutschen Bundesländer künftig weniger hätten. Also in den nächsten 15 Jahren würde Sachsen etwa 1 Milliarde Euro weniger bekommen, was dazu führen würde, dass man in der Tat erst Infrastruktur ausgebaut hat und dann kein Geld hat, um sie zu bestellen. Nicht nur in Dresden, zum Beispiel auch in der Lausitz gibt es mit Bundesgeld gerade eine Strecke ausgebaut zwischen Hoyerswerda und Niesky. Da baut man auch die Bahnhöfe und hatte nachher kein Geld, obwohl man ja dort eigentlich das Seenland, das Lausitzer entwickeln will und Touristen haben. Dabei wird gerade gestritten, ob es noch gelingen kann, diese Gelder zu erhöhen, damit zumindest der Status quo gehalten werden kann. Ich sage nichts, wie sachlich die Debatte geführt wird und welchen Stellenwert die ganze Diskussion hat, zeigt sich schon darin, dass diese Frage am Rande des Flüchtlingsgipfels 23.35 Uhr unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes verdielt wurde. Das ist die Priorität sozusagen, die dieses Thema hat, muss man ganz deutlich sagen. Aber es ist ganz klar, wenn man sich die Klimaziele anguckt, Paris ist nicht allzu lange her, der Verkehr ist das Sorgenkind. Ein Fünftel aller Treibhausgasemissionen werden im Verkehr emittiert und da hat sich in den letzten 25 Jahren, also sprich nach der Zeit der Wende, wesentlich nichts geändert. Da geht das nur durch einen massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Und da fehlen im Moment tatsächlich die politischen Rahmenbedingungen. Darüber werden wir natürlich morgen im Bundestag auch diskutieren. Und das hat ganz konkrete Auswirkungen. Ein spezielles Problem in Sachsen ist natürlich, dass das Geld, was vom Bund kommt, nicht vollständig an die zuständigen Stellen geleitet wird, nämlich die Verkehrsverbünde. Da kommt nur etwa 80% an. Und das ist natürlich ein Problem. Und deshalb ist auch eine Forderung sozusagen, das müsste man in Sachsen lösen, dass das Geld eben vollständig für die Bestellung von Nahverkehrsleistungen, wie das im Fachdeutsch heißt, auch tatsächlich verwendet wird und natürlich für Investitionen. Und es gibt also ein paar Landesaufgaben, die müssen eigentlich aus dem Landeshaushalt finanziert werden, Schülerbeförderung, die Traditionspflege bei der Dampflok, bei den Dampflokstrecken. Irgendjemand hat mal gesagt, ich stelle von den Verkehrsverbünden, ich stelle auf Schmalspur um, weil dann habe ich eine gesicherte Finanzierung in Sachsen. Ja, also wir haben hier auch ein paar Hausaufgaben in Sachsen. Übrigens,
Das, was wir an Modellen diskutiert haben, also Nahverkehrsabgaben in welcher Form auch immer, da müsste erstmal auf Landesebene gesetzliche Voraussetzungen geschaffen werden. Ne? Also das ist dann Kommunalabgabengesetz, die Kommunen müssen überhaupt erstmal in die Lage versetzt werden, zu sagen, wir machen jetzt hier solche Finanzierungsmodelle. Das vielleicht noch als Hintergrund. Also der Bund hat einen Teil der Verantwortung, die Länder haben einen Teil der Verantwortung und eben auch in den Kommunen liegen die Verantwortung. Und man muss einfach sagen, mit den Herausforderungen, die wir haben, die wir kurz zusammengefasst haben, kann mit der Aussage 2050 müssen wir CO2-neutral uns bewegen. Also eine komplette Dekarbonisierung des Verkehrs und der Verkehr ist noch zu 95% vom Öl abhängig. Wir haben noch 35 Jahre Zeit, das Problem zu lösen. Und das heißt, damit wird klar, welche Dimension wir haben und dann sieht man, wie weit wir hier sozusagen auch in Dresden sind. Vielleicht das soweit. Ich habe noch eine Frage gesehen im hinteren Teil. Oder hat sich in der Zwischenzeit erledigt? Doch, ganz da hinten, da ist schon dunkel. Einfach mal aufstehen. Gewerbliche Transporter auf zum Beispiel die Straßenbahn zu realisieren und damit dann mehr Einnahmen, wie es jetzt auch zum Beispiel in der VW-Bahn war und in der Vergangenheit aus weil die VW-Bahn ja ein ganz spezielles Problem hat, aber generell die Frage ist ja berechtigt. Die zeigt schon, dass es unglaublich kompliziert ist. Also ich sag mal, das Thema gewerbliche Verkehre im öffentlichen Nahverkehr abzuwickeln, ist mit Verlaub gesagt eine ziemliche Blutgeburt. Es sind ja weltweit die Leute nach Dresden gekommen und haben sich unsere tolle Güterstraßenbahn angeguckt. Es gibt keine Nachfolgeprojekte oder so gut wie keine. Das hat viel damit zu tun, dass wir im Linienverkehr natürlich ein Stop-and-Go-Geschäft machen und das auf Geschwindigkeit getrimmt ist. Wir wollen ja nicht, dass eine Straßenbahn an der Haltestelle 5 Minuten entladen wird, um dann den Supermarkt voll zu machen, sondern da sitzen ganz viele Menschen drin, die sagen, also nee, wir wollen weiterfahren. Also das verträgt sich nicht. Man sieht es ja auch, diese 4 Gleise hier im Eisenbahngeschäft, die angesprochen worden sind, die ja auch eben gebaut worden, um eine gewisse Entzerrung zu machen. Also ich glaube, dieser Gedanke, der ist nicht zielführend, dort wird sich auch so schnell nichts tun können, weil einfach die Interessenslagen völlig unterschiedlich sind. Abgesehen davon, dass Logistik heutzutage normierte Gefäße hat, Container angesprochen, das passt oftmals auch überhaupt nicht mit dem Thema ÖPNV zusammen. Also die größten Verhältnisse, das ist auch bei VW dann mit das größte Handicap gewesen, die passt überhaupt nicht, diese Logistik zusammenzupacken. Also als die VW-Güterbahn das erste Mal gefahren ist, habe ich Touristen beobachtet, die sich gewundert haben, warum in Dresden die Straßenbahn keine Fenster haben. Die armen Menschen, die hier befördert werden. So, mit Blick auf die Uhr, die Schlussrunde hier ins Podium. Also, dass hier alle Freunde des öffentlichen Nahverkehrs sitzen auf dem Podium, das ist klar. Und die Zahl 2030, also ein Horizont, den wir alle erleben und der nicht allzu weit weg ist, ist schon angesprochen, deshalb die Schlussrunde. Vielleicht jetzt mal auch an die einheimischen politisch Verantwortlichen, gerne auch Wünsche natürlich von außerhalb. Was sind jetzt eigentlich die Maßnahmen, die politisch angegangen werden müssen, damit es tatsächlich gelingt, ein Wachstumspfad, ein steilen Wachstumspfad bei den Verkehrsbetrieben bzw. beim Angebot im Nahverkehr hinzubekommen, das wir uns doch alle so sehr wünschen. Also was wären da die Maßnahmen, die Sie hier auf dem Podium für prioritär halten? Okay, ich will mich nicht vordrängeln, aber ich würde allen die Chance geben, eine Replik auf den Unternehmer zu geben. Ja? Also insofern, glaube ich, müssen wir uns natürlich als Unternehmen, ich fange jetzt einfach mal so an die eigene Nase packen und sagen, das ist erstmal auch unser Job, die Kunden jeden Tag mit Qualität zu begeistern und auch Angebote zu machen, die auf Nachfrage treffen. Ich sage mal, also wirklich diesen unternehmerischen Spirit zu haben, an sich aus eigener Kraft zu wachsen. Ich glaube, das ist für uns auch ein ganz wichtiger Ansporn auch an die Mannschaft. Wir würden uns natürlich ein bisschen Unterstützung wünschen. Da braucht es eine gemeinsame Diskussion, wo wollen wir eigentlich hin? Nicht nur in Dresden, nicht nur in Sachsen, sondern Deutschland, gar weltweit mit dem Nahverkehr. Da dreht sich vieles in Richtung des Nahverkehrs, da ist vieles ganz gut. In Deutschland ist das spezielle Thema, dass wir aus der Finanzierungsstruktur gewohnt sind, auf öffentliche Gelder in Größenordnung zurückzugreifen. Die sind im Moment nicht ganz so flüssig, wie man sich das bei den
an sich sprudelnden Steuereinnahmen. Ich sag mal, das tut mir so ein bisschen weh. Ich sag mal, Deutschland hat so hohe Steuereinnahmen wie nie zuvor. Wir diskutieren an sich jetzt eine Bürgerabgabe, noch mehr Steuern. Also ich glaube, da sollten wir ein bisschen sortieren, auch zumindest in dem Gesamtkontext, weil ich ansonsten die Sorge habe, das so als Statement über Bürgerticket alleine zu reden, da machen wir alles kaputt. Da kriegen wir riesen Widerstände gegen den Nahverkehr. Insofern, ich wäre mit den kleinen Dingen, Infrastrukturausbau, Fahrzeugbeschaffung und Förderung schon mal sehr, sehr zufrieden. Da könnten wir unglaublich in der Performance nach vorne kommen. Die Leute wollen einen schnellen, zuverlässigen Nahverkehr. Sie brauchen nicht unbedingt ein Zwangsticket, damit jeder fahren muss. An den Fahrpreisen scheitern wir an sich im Regelfall nicht. Ich glaube, die zentrale Voraussetzung hier in Dresden ist zurzeit überhaupt erstmal ein Umdenken. Bei der Frage, wie stärke ich den Umweltverbund gegenüber dem motorisierten Individualverkehr? Und wie spannend die Debatte wird, das wird sich morgen dann zeigen. Also hier sind ja auch Pressevertreter anwesend, wenn da morgen in der Zeitung steht, der Schmidt Lamontin hat gesagt, die Stadt müsste eigentlich Straßenausbaubeiträge erheben, die müsste eigentlich die Parkgebühren anheben, die müsste eigentlich die Autos von der Straße verdrängen. Und dann können wir uns ja morgen mal die Kommentare in den sozialen Medien und auf der Seite der Zeitung angucken und dann mal gemeinsam versuchen, dagegen zu halten. Das wäre schon am Anfang. Allein schon dieses Umdenken mal ein bisschen zu forcieren, das wäre schon mal so eine Grundvoraussetzung. Und das wird nicht einfach. So, und dann ist natürlich die Frage, was müssen wir als Politik machen? Also vor allem, glaube ich, das größte Thema ist Ausbau der Infrastruktur. So spannend solche Themen sind, ich glaube, das ist Zukunftsmusik. Was wir erstmal brauchen, ist überhaupt erstmal Investitionsmittel. Wir haben heute wieder zusammengesessen und uns darüber unterhalten, wie wir die Investitionsmaßnahmen der DVB und der Stadt gut abstimmen aufeinander, weil es natürlich Sinn macht, dass man, wenn man Straßenraum anfasst, alles auf einmal macht, weil man ihn ja gegebenenfalls auch neu aufteilen muss. Und wir als Stadt stehen immer ziemlich blank da und müssen immer sagen, wir würden gerne, wir haben ja auch riesige Fördertöpfe zur Verfügung, aber der kommunale Gegenfinanzierungsanteil ist oftmals ein sehr großes Problem, dass wir als Stadt auch parallel zur DVB irgendwie vorankommen mit den Investitionen, die dafür notwendig sind. Da haben wir echte Aufgaben zu erledigen, aber dafür brauchen wir auch eine Lobby, weil wir konkurrieren mit den Investitionsmitteln, die wir haben, mit so emotionalen Themen wie Ausbau von Schulen, Ausbau von Kitas, kaputten Schultoiletten oder Mammutprojekten, Kulturhauptstadtbewerbung, Kulturpalast, Kulturfabrik. Das sind alles tolle Themen und spannende Themen und wichtige Themen, aber mit denen konkurrieren wir einfach, weil wir nur begrenzte Ressourcen haben. Und das, da braucht man einen Lobby für und die schaffe ich nicht alleine. Also wer betont hat, dass er sich aus dem Elfenbeinturm zu Wort meldet, dann muss natürlich auch bei der Schlussrunde noch was sagen, das ist klar. Jetzt wollte ich mich einmal im Leben und freundlicherweise zurückhalten. Auf die Frage, was können wir machen, um den ÖV voranzubringen, jetzt in dieser Situation, da fehlte mir echt ein bisschen jetzt eine zündende Idee. Wir haben uns da in den Schlamassel manövriert, geschickt wie wir waren. Und da jetzt wirklich sozusagen, während wir in voller Fahrt in eine Sackgasse reinzuhausen, eine Idee oder auch mehrere Ideen zu finden, die da jetzt den Kurs umdrehen, das fällt mir schwer. Ich würde Ihnen zustimmen, Herr Schmidt-Lamontin, das geht nur ganz langsam. Und aus dem Elfenbeinturm kommen, würde ich sagen, das muss durch Köpfe gehen. Also würde ich gerne anfangen, in Kitas und in Grundschulen einen Walking Bus zu machen. Das ist das, wo jemand die Kinder abholt, damit die nicht mit dem SUV von Mutti in den Hort gebracht werden, sondern laufen. Ich würde gerne Schulungsmaterialien für die Grundschulen bringen. Ich würde einen Wettbewerb mit den Kindern machen. Wie soll die Stadt aussehen, in der wir leben, wo die dann mal ein bisschen was machen können? Und dann kriegen die vielleicht auch ein Patenticket, um, was weiß ich, mit dem Lottchen durch die Stadt zweimal extra zu fahren. Also diese Bewusstseinsbildung, die Sie vielleicht auch jetzt als Zuhörer, wenn Sie dann nachher mit Ihrer Freundin oder Ihrem Freund über den Abend reden oder mit dem Nachbar reden, machen können. Aber das braucht lange Zeit. Und auf die Schnelle fällt mir da jetzt wirklich wenig ein. Also das ist eingeleitet, dass wir uns da ändern, aber das braucht Zeit und da möchte ich auch nicht zu viel auf einmal machen, sonst stolper ich über die eigenen Füße, aber also da hat jeder von uns was zu tun. Da wünsche ich uns eigentlich viel Ausdauer. Auch wenn in Dresden selten Rat von außen angenommen wird, möchte ich trotzdem an den ausländischen Gast noch die Frage stellen, ob er sozusagen eine Empfehlung hat, wie wir das Thema, die Diskussion vor allen Dingen weiterführen können. Sie haben ja auch Erfahrungen, sozusagen, wie die Diskussion
in anderen Städten zu dem Thema gelaufen ist. Insofern gibt es noch Empfehlungen für unsere Diskussion, die ja erst begonnen hat. Kurz und knackig weiter diskutieren. Also so wie Professor Becker gesagt hat, ruhig diesen Abend auf sich wirken lassen, über Vor- und Nachteile denken, sich langsam vielleicht ins Thema einlesen, mit Freunden, Verwandten langsam anfangen zu debattieren und bitte sachlich, ohne irgendwelche Zwangstickets oder sonst irgendwas in den Raum zu werfen, sondern sich wirklich der Sache mal widmen und erst dann entscheiden, möchte ich das? Ja. Oder möchte ich das nicht? Nein. Oder ja, unter welchen Voraussetzungen? Und ich denke, man sollte dann auch bei den Politikern anklopfen, damit die auch entsprechende gesetzliche Grundlagen, Stichwort Landesgesetz, dass die das auch schaffen, damit eine Kommune, wenn die Debatte dann in Gang gekommen ist und wenn die Bürger es denn wollen, nach einem Bürgerreferendum oder sowas, dass Dresden dann tatsächlich die Möglichkeit hat, auch sowas mal praktisch umzusetzen. Also andere Kommunen sind da schon etwas weiter. So, ich möchte mich herzlich bedanken bei Ihnen hier auf dem Podium, insbesondere bei Herrn Baluga, weil er hatte die weiteste Anreise und hat uns erstmal fachlich in das Thema eingeführt. Also vielen Dank dafür. Ja, und vielen Dank für Ihr Kommen, für Ihr Interesse. Also, die Veranstaltung ist ähnlich gut ausgelastet von den Sitzplätzen wie die meisten Straßenbahnen in Dresden auch. Man muss auch Stehplätze, die beansprucht werden müssen. Das ist ein Zeichen, dass das eine wichtige Diskussion ist, die auf Interesse stößt, dass die Frage Zukunft Nahverkehr hier in Dresden ein Thema ist, was intensiv eine öffentliche Aufmerksamkeit erfährt. Insofern denke ich, ist das ein Auftakt für eine Diskussion generell zu der Frage, wie weiter mit dem Nahverkehr. Und ich danke für Ihr Interesse, wünsche Ihnen gutes Nachhausekommen und bis bald. Hallo, ich habe jetzt die ganze Zeit.